Sprecherin im Frankfurt ansässigen Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Debatten, die sich irgendwo an Rändern stellen und haben so ein bisschen wieder in die Mitte und auf Augenhöhe zu bringen und für ein bisschen, ja, gesunde Streichkultur zu sorgen, wenn man so möchte. Mein Name ist Markus Kiesel, ich darf Sie durch diesen Abend führen und ich habe mir meinen Kollegen aus Frankfurt zur Verstärkung da zugeholt. Das ist Helge Eickelmann, steht hier links und ist auch derjenige, der gleich gegen 1935, 38 die Moderation kurz übernehmen wird, weil wir dann auch eine Live-Schaltung der Lokalzeit der Bestand haben. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es der richtige Moment, einmal den Chief des WDR und Christian Licht, der gerade draußen steht und telefoniert, Hallo zu sagen und Danke zu sagen, dass Sie sich dieser Diskussion auch annehmen. Helge Eickelmann wird auch derjenige sein, der gleich mit dem Mikrofon immer wieder durch die Reihe geht. Wir möchten Sie natürlich in diese Diskussion einbeziehen und haben das Ganze auch so ein bisschen strukturiert, da gehe ich gleich auch noch mal ein. Der City-Kirche vorab ein großer Dank dafür, dass wir heute wieder hier zu Gast sein dürfen. Ich finde dieses ehrenamtliche Engagement unglaublich großartig und darf jetzt mal stellvertretend Pfarrer Johannes Rattland unseren Dank entgegenbringen. Das dürfen Sie gerne Das läuft schon die ganze Zeit auf dem Video. Und Sie wissen ja, das eine ist, einer Kirche Applaus zu schenken, das andere ist nachher vielleicht für ein Körbchen, das wir vorne am Ausgang hinstellen werden, eine kleine Spende parat zu halten. Es darf klingeln, es darf auch rascheln, ist alles willkommen. Und Sie wissen ja, wo es landet in dem Fall. Warum dieser Abend? Manchmal gibt es natürlich auch sehr persönliche Anlässe. Ein Moment, mich zu entscheiden, diesen Abend hier oder aus diesem Abend einzuladen, war ein Moment an einem Samstagmorgen in einer Bäckerei an der Öllendaler Straße. Und dort lagen verschiedene Tageszeitungen und da lag eine, die jetzt, wie ich vorgestern erfahren habe, zum Verkauf steht, Express nennen wir sie mal, und die titelte Zoodirektor lässt Tierquälerei zu. Und dann habe ich ein bisschen näher geguckt und habe gedacht, na gut, wenn das der Zoodirektor ist, den ich kenne, dann kann ich mir das unschwer vorstellen. Aber dann guckt man natürlich genauer und stellt fest, dass es da Diskussionen und Debatten seit einiger geraumer Zeit gibt, die offensichtlich immer wieder dafür sorgen, dass nicht nur der Zoo-Urteil, der grüne Zoo-Urteil als solches in der Kritik steht, sondern das geht dann auch manchmal sehr ins Persönliche. In dem Fall trifft es an dem Zoodirektor Dr. Arne Lahrens. Wenn man dann aber mitbekommt, dass der Staatsschutz aktiv werden muss, weil es Morddrohungen gegen einen Menschen gibt, dann denke ich, ist irgendwo die Grenze des übertreten, was für mich zu einer politischen oder auch streitbaren Diskussion gehört. Sie sehen die Auswirkungen, die haben Sie alle in Ihrem Alltag auch erfahren müssen. Das ist das erste Mal, dass wir hier Veranstaltungen, wir haben wirklich schon kritische Veranstaltungen durchgeführt, würde ich behaupten wollen, zu der wir tatsächlich Security und Polizei dazu bringen mussten. Und als ich vorgestern den Anruf bekam von der Polizei Wuppertal, wo man ihm sagte, da gibt es ja eben durchaus auch Ermittlungen eben in Sachen Morddrohungen gegen Herrn Dr. Lahrens etc. Und man ja nicht weiß, wer kommt zu so einer Veranstaltung, mit welchen Absichten, haben eben auch wir uns entscheiden müssen, im Interesse der Sicherheit unserer Gäste, mal einen Blick in die Tasche zu werfen. Dafür bitte ich auch um Verständnis. Ich hoffe, da ist Ihnen niemand zu nahe getreten und an dieser Stelle auch danke der kurzfristig eingesprungenen Security. Auch dafür danke, dass Sie das So, diesen Abend, den möchten wir so ein bisschen dreiteilen thematisch. Ich würde gerne damit beginnen, mit unseren Gästen, die ich Ihnen gleich im Einzelnen vorstelle, so ein bisschen über die Beweggründe des Hierseins zu sprechen, also sprich, vielleicht auch mal darzustellen, welchen Bezug man überhaupt zu Tieren, zum Thema Naturschutz und so weiter hat, und würde auch gerne mal eine Definition abfragen, was ist eigentlich ein Tierschützer? Dazu inspiriert hat mich tatsächlich Dr. Lahrens, denn als ich ihn seinerzeit eingeladen habe und gesagt habe, ich würde gerne Sie und Tierschützer einladen, antwortete er sehr schnell und spontan, auch sehr deutlich, Sie sind eigentlich betrachte ich mich auch mal sein. Und das fand ich dann spannend, das hat mich zum Nachdenken angeregt, deshalb werden wir das vorab gleich mal ein bisschen klären. Im zweiten Teil würde ich dann tatsächlich gerne konkret auf das Thema Monogamie
eingehen. Das ist Ihnen sicherlich, also ich denke, das ist der Hauptanlass, weshalb Sie heute hier sind. Und ich bin sehr froh und dankbar. Sie sehen, wir haben noch was vorbereitet. Dr. Larenz hat Fotos von gestern, Fotos und Videos von aus diesem Gehege, also sprich vom Mini mitgebracht, um auch darzustellen, wie die Entwicklung da ist. Und Sie kriegen dann auch wirklich meine richtige Redezeit von mir, weil ich gerne von Ihnen mal über Ihre Sicht hören möchte, wie das überhaupt mit dem Sozialgefüge in so einem Gehege ist. Im dritten Teil dann würde ich gerne so ein bisschen über das Selbstverständnis von Zoos und die Notwendigkeiten von Zoos oder eben auch nicht Notwendigkeiten, da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Ansichten, mit Ihnen sprechen. Und jeweils zu einem dieser Abschnitten werden wir natürlich dann auch zu den gegebenen Zeiten Sie dazu bitten, mit Ihren Wortmeldungen. Unsere Gäste heute Abend, ich fange mal meine Sache mit dem roten Oberschein an zu meiner Rechten. Das ist Susanne Heinrichs. Sie korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich würde Sie sehr gerne über Susanne sprechen. Susanne Heinrichs, Aktivistin im Tierschutz, gehört keiner Organisation an, hat aber ein eigenes Selbstverständnis entwickelt, weshalb der Tierschutz sehr am Herzen liegt. Und Sie sind eine der Mitinitiatorinnen, die dafür gesorgt hat, dass mittlerweile es ein Gesetz zum Verbot von Sex mit Tieren gibt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das hatten Sie mir so beschrieben. Sie haben da ordentlich mitgewirkt. Eigentlich erschreckend, wenn man ist, wann war das? Wann haben Sie das? 2013, wenn man sich vorstellt, dass das bis dahin gar nicht irgendwie formuliert war, wundere ich mich auch ein bisschen. Ich freue mich zu meiner Rechten, angereist aus dem fernen Düsseldorf und dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da weiß man, was sie hinter sich haben. Thomas Schwarz ist unser Gast, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Berater der Ratsfraktion Tierschutz, Freie Wähler aus Düsseldorf. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, sie wird einigen von Ihnen bekannt sein, über Nina Rossi, die heute hier ist. Sie ist Journalistin, Redakteurin bei der Wuppertaler Rundschau und ist aber hauptsächlich für die Berichterstattung rund um Zoo und so weiter auch zuständig und hat uns natürlich gerade in letzter Zeit auch immer auf den aktuellen Stand gebracht, was im Zoo so passiert. So, neben mir links sitzt, brauche ich ihn wahrscheinlich auch nicht vorstellen, der Direktor des Grünen Zoos in Wuppertal, Dr. Arne Larenz, der heute hier ist. Sie haben das gesehen. Wo sind die Grünen jetzt? Alles klar. Der hat ein bisschen Auer und steht auch unter Medikamenten. Ich mache das jetzt Autos wieder mal. Er hat trotzdem gesagt, den Namen lasse ich mir nicht nehmen. Unter Medikamenten. Ich habe und ich bin sehr froh, dass er den Weg hier gefunden hat und sich auch der Diskussion stellt. Herzlich willkommen, Dr. Larenz. Und danach dürfen Sie dann applaudieren. Da freue ich mich sehr. Den weitesten Weg auf sich genommen hat Dr. Sascha Knauf. Er ist Tierarzt und Infektionsbiologe. Ist das richtig? Forscher. Der Unterschied erklärt uns vielleicht auch. Infektionsforscher, und das ist ja am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, das wiederum ist angegliedert an die Georg-August-Universität Göttingen. Und jetzt nehmen wir einen. Dr. Knopf, da würde ich gerne bei Ihnen eigentlich direkt anfangen. Ja? Arbeiten wir uns jetzt in der Gegenrichtung wieder vor. Eine Definition von Tierschützer, würden Sie sich als einen bezeichnen? Und wenn ja, was macht ein Tierschützer in der Meinung nach aus? Ich hoffe, das geht mit dem. Ich denke, das geht. Ja. Grundsätzlich denke ich, dass der Tierarzt ja der Tierschutz verpflichtet ist. Das steht auch in unserem Berufskodex und Ethikkodex. Ja, ich glaube, das ist besser. Ja. Als Tierarzt ist man ja im Ethikkodex und der Bundesärztekammer verpflichtet, das heißt, wir haben jetzt einen Bundes. Denke ich an den Mund, das ist richtig. Okay, wie die Bundes. Nur besser? Ja. Also als Tierarzt ist man ja im Berufsethikkodex auch verpflichtet, das heißt, der Tierarzt hat per se in seiner Berufsordnung auch den Tierschutz drinstehen und insofern sehe ich Tierärzte auch Tierschützer in jedem Fall, ob man das gut oder schlecht macht, weil dahingestellt, es gibt ja immer gute und schlechte, auch der Tierversuchsgegner oder Tierschützer, wie man sich dann auch zeigt, gibt es ja auch welche, die es gut machen und welche, die schlecht machen. In jedem Fall glaube ich aber, dass Tierärzte sehr wohl und sehr intensiv im Tierschutz tätig sind. Und für mich der Tierschutz ist natürlich definiert als Schmerzen bei den Schäden vermeiden. Und dem sind wir so wirklich verpflichtet und natürlich haben wir überrascht. Okay, Dr. Larenz.
damals. Sie waren ja derjenige, der mir gesagt hat, ich verstehe dich auch als solcher. Genau, also ich passe eigentlich genau da rein. Wer den Beruf des Tierarztes wählt, der macht das ich nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil wir mehr oder weniger unser Hobby zum Beruf machen, dass wir mit Tieren arbeiten, weil uns Tiere interessieren und mich besonders eben auch, weil mich Natur interessiert, Naturzusammenhänge interessieren. Und da kommt man dann manchmal schon mal ein bisschen in die Problematik. Wenn ich also zum Beispiel über Artenschutz rede oder über Naturschutz rede, dass ich manchmal den Tierschutz, also den Schutz des einzelnen Individuums, den Artenschutz unterordnen muss, wenn ich also das Ganze auch mache. Und als Naturschützer sehe ich mich natürlich eben genauso als Tierschützer und Artenschützer. Und das ist das, was wir bei uns in Zoo tun, und da können wir eben auch viele, viele gute Beispiele geben. Nichtsdestotrotz sind dann natürlich diese Bilder zu sehen, wo der Willi von anderen Bonobos verletzt wird. Und das ist unschön, und das ist auch nicht, wo wir da als Kerze daneben stehen und sagen, oh ja, Hupe, sondern das tut uns auch weh und leid. Wir müssen aber sagen, dass das eben ein artspezifisches Verhalten ist, was leider bei den Bonobos so ist. Und das müssen wir akzeptieren, oder müssen wir sagen, wir wollen Bonobos in menschlicher Obhut halten und wollen über Bonobos reden und wollen eine Reservepopulation in menschlicher Obhut haben, oder wir wollen es nicht, weil wir meinen, wir können den Menschen ein normales Sozialverhalten der Bonobos nicht mehr zeigen. Also auch das, was man bei uns sieht, kann man in der freien Wildbahn sehen, Feldforscher in der freien Wildbahn. Und alle Wissenschaftler, die mit Bonobos zu tun haben, unterstützen uns, ja, dass es eben zu diesem aggressiven Verhalten der Bonobos kommt. Heute war für Willi aber noch ein extra Kapitel, ganz im Moment. Reicht, aber weiter an den Daraus. Frau Bösse, Sie haben ja jetzt in den letzten Wochen auch einiges erlebt. Da gab es diese, ich glaube, Sonntagsveranstaltung, diese Demonstration, die ja dann auch bundesweit durch die Presse ging. Also Sie haben dort Menschen kennengelernt. Sie kennen vermutlich mal ein Stück weit durch Ihre Recherche auch Dr. Lawrenz. Wer ist denn aus Ihrer Sicht nach der größere Tierschützer? Erstmal Tierschutz schätze ich sehr. Ich bin selber keine aktive Tierschützerin, also hier bin ich Frosch über die Straße, aber eine große Tierfreundin, als sie würde ich mich bezeichnen. Und ich habe Verständnis für Tierschutz, der im Kleinen beginnt. Wir haben in Wuppertal wunderbare Vereine, die sich sehr für Tiere stark machen und auch für extreme Tierschützer. Bei meinem Studium in der Philosophie, in der Ethik gearbeitet und viele extreme Positionen kennengelernt. Für mich ist der echte Tierschützer, egal wo er sich gerade bewegt, auf dieser Skala, der differenziert kann und der sachliche Argumente hat und bereit ist einzusehen zum Wohle des Tieres. Und von daher habe ich mich auch öffentlich beim Zoo-Wuppertal dazu positioniert. Okay, vielen Dank. Also ich denke, jemand, der sich auch klar und zurückhaltend, aber durchaus deutlich äußert, ist auch im Verein hat. Auch in unserem E-Mail-Wechsel ist mir sehr deutlich geworden, dass es Ihnen wirklich ein Herzensthema ist. Wie ist Ihre Definition einer Tierschützerin? Und vielleicht mal hinten angefragt, kann in Ihren Augen denn auch Dr. Lawrenz oder Dr. Kühnes auch Tierschützer sein in deren Tätigkeit? Kann ich den Lehrberuf Tierschützer, Tierschützer, wenn die Medien immer schreiben, das machen sie vor allem genommen, die selbsternannten Tierschützer. Da waren sie gleich die selbsternannten Tierrechte. Bravo. Da werden Leute missgemacht, die man nicht kennt, von denen man nicht weiß, ob jetzt von den Zoo, man sich mehrfach innerhalb von 3 Wochen, an jedem Sonntag auch verschiedene Menschen bis zum letzten Mal gestohlen im Regen und 200 Menschen eingefunden. Bestimmt nicht alle gesagt haben, wir sind von Haus aus Tierschützer. Wir haben gesehen, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Die bei Regen an einem Sonntag draußen sich hingestellt haben und sich haben Veto. Das ist so nicht in Ordnung. Ich finde generell, Tierschützer muss man nicht interpretieren. Ich spreche aber mal zum Beispiel einem Menschen das Wort Tierschützer und Tierfreund ab, der bereit ist, Tiere für Forschungszwecke zu missbrauchen. Bravo! Herr Dr. Lawrenz, wir hatten schon ein sehr sympathisches Gespräch, oder auch beim Thema Zoodirektor, kann man nicht alles scharf über einen Kamm scheren, es gibt solche und solche. Ja. Ein Zoodirektor hat nicht immer alles, denke ich, im eigenen Entscheid. Und da würde ich auch nochmal, ich möchte jetzt nicht in einen Topf mit jemandem, der Tierversuche macht. Er ist ja auch Tierarzt und hat ja auch als Tierarzt begonnen.
Dennoch habe ich Kritik an der Situation jetzt nicht nur zum Thema Bonus, auch zum Thema Gorillas, auch zum Thema Espiritoto, sowohl auch die älteren Geschichten, aber ich will es jetzt hier nicht in den für das Eingangsleben der Herr Schwarz, Partei Tierschutz, Freie Wähler, für die Sie heute hier auch sitzen, kann Ihnen, also erstmal Ihre Definition natürlich auch gefragt, und kann in Ihren Augen denn jemand auch Tierschützer sein, der zum Beispiel als Tierarzt von Heimat gesprochen, sich in der Forschung wiederfindet und sagt, ich muss hier auch experimentell vorgehen? Zum einen denke ich, dass jemand, der das Tierschutzgesetz als Regelwerk begreift, ein Tier auszubeuten, eben in den engen Grenzen oder weiten Grenzen, die das Tierschutzgesetz bietet, der ist halt Tierschutz. Und ich schließe mich vor Heinrad an, ich will das keinem absprechen, der sagt, ich bin Tierschützer. Das ist ähnlich wie die Diskussion, die in der Tierrechtsszene immer wieder aufkommt, ob jemand jetzt Veganer ist oder nicht, weil er jetzt irgendwie was trägt oder was benutzt oder so. Über Menschen zu urteilen, das ist verfärbt. Ob ein veterinärmediziner Tierschützer sein kann, das ist dann selbstverständlich. Wenn er Tieren hilft, das ist sein Auftrag, dann ist er Tierschützer. Ob ein Zoodirektor Tierschützer sein kann, er sollte sein, zumindest dann, wenn Zootiere, die ohnehin in Gewaltverhältnissen leben müssen, weil sie von dem nicht entkommen können. Sollte er in Gewalt von Besuchern ausgehen, und viele Zootiere sind der Gewalt von Besuchern ausgesetzt, dann sollte er einschreiten. Das ist eine Antwort, zumindest diese Tiere in Gefangenschaft und auch weiterer Gewaltverwirkungen zu schützen. Erlauben Sie mir noch kurz den Hinweis, Ihnen nicht nur gesagt zu haben, wer heute hier sitzt, sondern auch kurz darauf einzugehen, wer heute nicht hier sitzt. Also es ist nicht so, dass wir Peter nicht eingeladen haben. Aber den Schriftwechsel fand ich schon sehr spannend. Zunächst hat mich ein bisschen irritiert, dass eine E-Mail, die man an diese Organisation schickt, mit einer automatischen E-Mail binnen Sekunden beantwortet wird, in welcher steht, wir können Ihre E-Mail nicht beantworten, weil wir zu viele E-Mails bekommen. Ein weiterer Anrufversuch hat dann dazu geführt, dass meine E-Mail weitergeleitet wurde. Dort hieß es dann, wir beraten uns, wen wir zu Ihnen schicken. Eine Woche später kam eine Absage einer einzelnen Person. Diese habe ich dann wiederum kontaktiert und gesagt, ich habe ja nicht Sie konkret angefragt, sondern jemanden aus der Organisation. Das wurde dann beantwortet mit den Zeilen, ich will sie kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Kiesel, wir haben zwar sehr engagierte freiwillige Aktivisten, ehrenamtlich Demos für uns durchführen. Allerdings sollten die Diskussionsteilnehmer einer derartigen Veranstaltung meines Erachtens weit tiefer in die Thematik eingearbeitet sein, als man das von unseren Aktivisten voraussetzen kann. Leider können mein Kollege und ich, die als Fachreferenten hauptsächlich für den Bereich Unterhaltung zuständig sind, nicht teilnehmen. Ich bitte deshalb um Ihr Verständnis. Also das, weil es auch im Vorfeld bei Facebook natürlich Kritik gab, warum heute Abend nicht hier ist. Jetzt hat Frau Heimrat gerade gesagt, jemand, der Experimente an Tieren vornimmt, dem muss man diesen Begriff absprechen. Den haben Sie selbst gerade, Herr Rotter, auch nicht abgesprochen. Das Deutsche Primatenzentrum macht sowas. Dort gibt es ja, das, was man einmal durch Tierversuche nennt. Wie lässt sich das aus Ihrer Sicht doch verbinden? Ich bin natürlich nicht in Funktion des Deutschen Primatenzentrums hier und kann deswegen eigentlich nur für meine Arbeitsgruppe sprechen. Meine Arbeitsgruppe macht ja zu Wildtiere und meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Neglected Tropical Diseases. Das heißt, wir machen keine Tierversuche, sondern wir sind in Afrika und erforschen Infektionskrankheiten an freilebenden Affen. Das war das eine. Weil Sie mich konkret zu dem Experiment fragen, ja, das Deutsche Primatenzentrum macht Tierversuche und man ist ja eben durchaus jeder, der von uns eine Hälfte nimmt, muss eben wissen, dass es Auflagen gibt. Jeder, der von uns Medikamente zum Beispiel nimmt, muss sich klar machen, dass diese Medikamente, bevor sie in den Menschen gegangen sind, sozusagen im Tierversuch auch getestet werden. Also wir würden auch Auflagen, die von den Genehmigungsbehörden erreicht werden. Nationales Recht, dass eben auch Affen genutzt werden müssen, um diese Sachen
zu durchlaufen. Das kann man kritisch sehen. Ich glaube, viele Experten, man muss Tierversuche kritisch sehen und man kann sie auch durchaus diskutieren. Aber man muss eben bereit sein, eben dann auch zu sagen, okay, wenn ich dagegen bin, dann sind halt viele Dinge nicht möglich, in der Vorhersage, wie es vielleicht mit Menschen ist und so weiter, oder Grundlagenforschung, neurologische Grundlagenforschung und so weiter. Ich will das im einzelnen Fall gar nicht diskutieren, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht weiß, was alles an Experimenten läuft. Das ist eben das Preisforschung, der Direktor des Deutschen Humaninstituts, kann ich da im einzelnen Fall nichts zu den Experimenten selber sagen. Aber klar, es machen Experimente und es ist natürlich so, dass das, was sich allgemein in Experimenten vorstellt, ja in der Regel solche Bilder sind, die man halt im Internet sieht, die auch nicht schön aussehen und die sicherlich auch dazu führen sollen, dass man kritisch damit umgeht. Aber die Regel ist ja, dass Tierversuche nicht nur so grob in der Sicht sind. Also ich möchte mal sagen, es gibt auch viele Tierversuche, die klassische Halbforscher erfahren. Also wenn ich wir haben zum Beispiel Affen am Deutschen Humanzentrum, an denen erforscht wird, ob die zählen können. Das ist aber auch im klassischen Sinne ein Tierversuch, weil in dem Augenblick, wo ich einen Affen aus der Gruppe rausnehme, ist ja schon ein schmerzfreies Schädenprinzip ist, in dem ich den Schaden mache, weil er nicht dabei seinen Kollegen sein kann und er halt in dem Experiment Hütchenspiel machen muss. Solche Sachen. Also nicht jeder Tierversuch ist gut invasiv. Ich finde es aber trotzdem gut, dass man darüber diskutiert. Das machen wir auch. Das Deutsche Humanzentrum macht ja auch relativ offene Policy. Das heißt, jeder, der Interesse hat, kann da auch hinkommen und sich das Deutsche Humanzentrum angucken und auch die Affenhaltung. Aber es lässt sich nicht verschweigen, auch das Deutsche Humanzentrum macht Tierversuche. Und ich finde, dass ein Tierarzt gerade in diesem experimentellen Bereich eine große Rolle im Tierschutz spielt, weil er die Aufgabe hat, die Schäden, Leiden und Schmerzen, die dabei entstehen, so gering wie möglich zu halten. Und das deutsche Tierschutzgesetz im Vergleich zu vielen anderen Tierschutzgesetzen international ist ein hervorragendes Tierschutzgesetz, weil bei uns ist es eben nicht so, dass wir nur eine institutionelle Regelung brauchen, sondern es geht ja zu einer unabhängigen Behörde, in der dann eben Gremien, ein Gremium zusammenkommt, was man über diese Tierschutz entscheidet. In diesem Gremium sind bei uns in Deutschland eben nicht nur Forscher, sondern auch die Vertreter von Tierversuchsgegnern, Organisationen und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr gemischte Gruppe. Und wenn die dann sagen, das ist ethisch korrekt, man recht kann es rechtfertigen, dann wäre es ja mal zu machen. Insofern haben wir einen sehr unabhängigen Kontrollmechanismus, den wir in vielen anderen Ländern nicht haben. Und um das abzuschließen, muss man dazu sagen, das ist auch der Grund, warum viele an Industrie, also Big Pharma zum Beispiel, gerne Tierversuche in Deutschland machen, weil sie hier wissen, dass der Tierschutz einen Stellenwert hat. Hingegen, wenn man das in Asien macht, sind nicht unbedingt zu diesen Stellenwert. Also ganz klar, ich glaube, Tierschutz ist ein ganz wichtiger Faktor auch in der Forschung. Da ich selber keine Interessen mache, kann ich wenig da meistens zu sagen. Wir sind in Afrika und überall auf der Welt unterwegs. Aber ich glaube, das ist eine wesentliche Aufgabe des Tierarztes, in diesem Bereich darauf zu achten, okay, dann würde ich gerne auch bei der Frau Heimann die Möglichkeit zur Gegenrede vielleicht auch gehen. Verbunden mit der Frage, Sie bremsen mich, wenn ich hier zu nahe trete, aber haben Sie hier im Leben auch schon mal ein Antibiotikum oder irgendetwas genommen, welches mutmaßlich, sage ich mal, an Tieren vorher ausprobiert wurde oder erforscht wurde? Hätte ich jetzt keinen Schaden, richtig das kritisiert, weil ich eventuell mal was genommen habe, aber auch eine Schmerztablette genommen, ich muss hier Krebserkrankung, hatte also auch Chemie nehmen müssen. Das ist als Jahre her. Ich will heute keine Chemie mehr nehmen. Habe ich mich entschlossen. Ich hatte vieles Jahr vorher gewusst. Ich habe leider auch erst vieles zu spät zu dem vollen Maße erfahren. Auch jetzt durch die eigene Recherche, weil man hört, was er macht, ist es dann wirklich. Kann ich jedem empfehlen, nicht immer als Erste lesen, glauben, egal ob es gut oder schlecht ist, einfach mal ein bisschen hochgoogeln, recherchieren. Aber lassen Sie mich das mal sagen. Er hat das Recht, ein Lebewesen, ja, dem nichts Falsches, einen Eingriff auf eins vorzunehmen. Also es ist offen zu legen, auch Köpfe auseinanderzunehmen, was reinzuschrauben, bei offenem Gehirn und bei Essens ins Getränke, Wasserentzug, irgendwelche Spiele, das sind ganz perverse Sachen zu gehen, wo ich sage. Also ich finde, die Forschung an Tieren müsste nicht mehr sein. Man kann es
Handwerker werden auch bei Ärzten gegen Tierversuche erkundigen und einlesen. Und die sind auch sehr fit in Antworten, wenn man sich dann mal E-Mail oder telefonisch oder auf irgendwelchen großen Veranstaltungen, ich glaube in Dortmund ist diesen Sommer wieder ein Unternehmen-Day oder so, ich habe den Termin nicht, da sind die auch mal zugegen. Das ist einfach nicht möglich, man kann ganz viele Versuche auch ohne Tiere machen. Das ist einfach nicht klar. Hallo! Ja. So viele Tabletten, es gibt 20.000 Glukos in den Regalen, es gibt 20.000 Kurzschmerztabletten. Das brauchen wir alles nicht mehr. Frau Heimann, aber was glauben Sie denn, was ist dann tatsächlich die Intention dieser Menschen, die Tierversuche machen? Meinen Sie, die sitzen da und sagen, oh, heute schneiden wir mal eine halbe Schädeldecke auf? Das ändert das, was ich glaube. Das ist sicher. Rausgekommen, richtig. Das ist hier nur. Die haben sich den Namen gemacht, die haben sich meiner Meinung nach, sag ich mal, ganz genau geschossen. Ja, bravo. Okay. Ich mache uns nicht vor, diese Bilder kennen wir ja tatsächlich. Ich kann nicht beurteilen, was passiert damit. Machen wir da gerade irgendwelche Elektronen oder irgendwas? Können Sie uns erläutern, was passiert? Da gibt es entartete Tierversuche, die nicht sein müssen. Also das genau, wie der Dr. Knauf schon erklärt hat. Ich glaube, es ist kein Land, gibt es so gute Regeln, was Tierversuche angeht. Und der Tierschutz wird kein Land so groß geschrieben wie in Deutschland. Das ist auch gut und richtig. Aber dass in keinem Land der Tierschutz so groß geschrieben wird wie in Deutschland und dass Sie hier in Deutschland keine Tierversuche machen können, die nicht sein müssen und die schon nur gemacht wurden. Ich will jetzt auch wir haben in Wuppertaler Zoo schon Forschung gemacht. Und ich glaube, dass das auch sogar nicht das Aufgabengebiet des Zoos ist. Und in diesem Bereich haben wir auch schon einen Tierversuch gemacht, in dem wir getestet haben, wenn man nämlich die Fragestellung, warum produzieren wir da so viel Methan, was ja für unsere Umwelt extrem schädlich ist, woran liegt das an dem Magensystem, liegt das an den Regulierern, wie sieht das aus? Und die Karnics haben ein ähnliches Magensystem wie unsere Rinder. Und deswegen sind diese Tiere dann für 22 Stunden aus ihrer Gruppe rausgenommen worden und da ist dann genau gemessen worden, definierter Gabe von Futter, wie viel Methan sich dort produziert. Und dieser Versuch hat ergeben, und das war für die Forscher wichtig, dass es eben nicht an den Regulierern der Rinder liegt, sondern dass es an diesem Warnsystem liegt. Also die Rinder müssen eben nicht das Gröbste verbieten, sondern das ist einfach das Warnsystem, in dem sie viel Methan produzieren. Und da gibt es viele, viele Fragestellungen, die für die Industrie, für uns wichtig sind, aber vor allem auch für die freie Wildbahn. Also insofern werden unheimlich viele Forschungen auch an Zootieren gemacht, die dann wichtig sind für Fragestellungen der freien Wildbahn. Genauso gibt es einige Untersuchungen oder viele Untersuchungen, wie das Max-Planck-Institut in Leipzig macht, aber auch das Max-Planck-Institut in der Schweiz, wo unterschiedliche Sachen auch an Wallabies zum Beispiel getestet werden, die dann wieder übertragen werden in die freie Wildbahn, um zu gucken, wie das Ganze ist, wie das aussieht, um das zu verstehen. Es ist so, dass der Wallabie, und deswegen sitze ich gerne hier als mein Anliegen, klarzumachen, dass der Wallabie eine bedrohte Tierart in der freien Wildbahn ist und dass wir gar nicht genau wissen, wie viele Tiere wir in der freien Wildbahn noch haben. Dass da vielleicht noch 30, vielleicht sogar noch weniger 1000 Tiere immer noch da sind und dass die Zahl abnehmend ist. Das ist also ein stark bedrohtes Tier und wir müssen einfach unheimlich viel über diese Tiere wissen, rausfinden und lernen. Und das tun wir auch an Zootieren. Das sind natürlich genauso auch Tierversuche, die wir dort machen, die genauso auch angemeldet werden müssen, die von einer Ethikkommission überprüft werden müssen. Und Sie schütteln den Kopf, vollkommen richtig, aber ich sage, Sie haben was an, wenn Sie Ihren Nacken setzen würden, dann würde ich sagen, okay, aber in dem Moment, wo Sie was anhaben, wo Farbe ist, auch Farbe ist getestet worden, ob sie verträglich ist, irgendwas, es sind Gesetze, die wir nicht gemacht haben, aber die da sind. Also in dem Moment, wo Sie was anhaben, ist da Farbe drin, die Farbe wurde auf Verträglichkeit getestet und das wurde an Tier getestet. Da können Sie sich, das können Sie sich auf den Kopf stellen, das ist leider so. Und da können Sie sich auch nicht von frei machen und zu sagen, ich nehme jetzt keine Medikamente mehr, ich habe schon mal die Chemotherapie überstanden, jetzt bin ich glücklich und das nächste Mal meist anders, ist naiv. Wenn Sie jetzt die Argumente von Frau Heimann und Herrn Dr. Lach jetzt mal gegeneinander halten, gibt es für Sie Tierversuche, die irgendwann ethisch vertreten sind? Ich muss mal sagen, ich bin ein bisschen schockiert über Ihre Aussage. So hätte ich Sie überhaupt gar nicht. Ja, so ist es. Also ich war ehrlich gesagt kurz davor, hier aufzustehen. Also auf
so eine Diskussionsrunde habe ich mich hier nicht einlassen wollen, als ich die Einladung bekommen habe. Was hat sie denn konkret jetzt gesagt? Also sowas hier einer Frau vorzuwerfen, die sicherlich eine extreme Leidensgeschichte hinter sich hat, finde ich jetzt so unverschämt. Bravo! Ja! Natürlich kann sich die Frau heiraten, die anderen uns hier nackt hinsetzen, ich hätte auch nackt mit der Bahn hier hinfahren können. Mit welchen Erregungen öffentlichen Ärgernis ist irgendwie auch polizeiaufwendig geworden. Das ist doch der letzte Quatsch, den Sie hier verbreiten. Also, was verschwindet hier? Wenn Sie das in Disco stellen wollen, ist das Ihre Sache. Oh, jetzt eine andere Frage. Gibt es den ethisch vertretbaren Tierversuch? Das sind natürlich interessante Denkmodelle, die man irgendwie in der Philosophie aufgreift. Ist es gerechtfertigt, so und so viele Menschen zu opfern, um eine größere Zahl Menschen zu retten? Das sind nette Denkmodelle, die hoffentlich nirgends irgendwo eine Praxis drin haben. Gab es das mal? Die Zahl gab es das schon. So, und deswegen ermöglicht sich das im Prinzip darüber werfen, ob es eben auch ein Tierversuch ethisch gerecht werden ist. Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form, ob es Familie, eigene Kinder sind, Vater, Mutter, selber betroffen ist und mit Leid konfrontiert ist, dass denjenigen, die eigenen Kinder in erster Linie wichtig sind und nicht dritte Menschen oder seien es Tiere, muss doch jeder in irgendeiner Form nachvollziehen. Und so selbstlos sind die Menschen nicht. Und auch Sie nicht, Herr Dr. Lambert. So selbstlos sind auch Sie nicht. Und wenn Sie sich aufregen, dass Sie Morddrohungen bekommen und führen dann solche Beispiele an, bei einer Frau, die krank war, dann fällt mir wirklich bald gar nichts mehr zu ein. Bravo! Wir haben ja jetzt offensichtlich über artgerechte Tierhaltung gesprochen. Geht das? Heißt das, bedeutet das im Endeffekt, wir dürfen gar nicht in die Tiere eingreifen? Oder wo sehen Sie Möglichkeiten, wo man tatsächlich artgerecht mit Tieren umgehen kann? Versuchen wir es mal ein bisschen in die Grauzone zu sehen. Ja, wie gesagt, eine Grauzone, wo gibt es die denn? Ich habe eben über das Tierschutzgesetz gesprochen, das ein Regelwerk ist zur Haltung, zur Nutzung, zur Ausbeutung, zur Tötung von Tieren. Artgerechte Tierhaltung. Artgerecht, was ist überhaupt gerecht? Wie wird man einer Art gerecht? In welcher Form? Ich glaube, dass eine Haustierhaltung im weitesten Sinne schon artgerecht sein kann. Das sind im Prinzip domestizierte Tiere. Da möchte ich keinen absprechen, der liebevoll mit seiner Katze umgeht, der liebevoll Hunde zu Hause hält, dass er kein Tierschützer ist. Aber im Großen und Ganzen, dieser Bereich, Zoo, der gerne für den Artenschutz Pate stehen soll, ist für mich ein absolutes No-Go. Artenschutz hat im Übrigen relativ wenig mit Tierschutz zu tun. Das sieht man im Grunde da, wo Zyten ins Land kommen, wo eben Tiere, die hier nicht beheimatet sind, ins Land kommen. Das mögen Halsbandsittiche sein, das mögen irgendwelche Waschbären sein und so weiter. Und so, diese Tiere, ohne mit der Wimper zu zucken, am liebsten ausrotten möchte oder diese Tiere abschießen. Aber jetzt um Zeit, nein, das ist genau das ist genau der graue Bereich. Wo man wirklich versucht, die heimische Tierwelt angeblich von diesen Zuwanderern zu schützen, weil die Zuwanderer die heimische Tierwelt angeblich. Hat aber auch nichts mit Zoo zu tun. Meine Frage war ja, wenn wir eine artgerechte Haltung ins Zoo reden, gäbe es da eine Grauzone. Sie sagen, grundsätzlich nicht. Ja, ich glaube, dass das ja Würgeschlange relativ egal ist, in welchem Glas passen die wird. Ob das sein muss, sei mal hingestellt. Okay, also nein. Gibt keine Artrecht zu. Wie gesagt, der Würgeschlange wird das relativ egal sein, weil die sich da gar nicht orientieren. Weil bei Grundbuch sehe ich das schon mal ganz anders. Die haben einen großen Aktionsradius in der freien Natur bis zu 68 Quadratkilometer teilt sich eine größere Wohngruppe. Ja, das sind 2 Tiere pro Quadratkilometer, das wären sie in Wuppertal dazu, wie man es abbilden könnte. Gut, jetzt kommen wir direkt
konkret darüber reden, wie bei Ihnen die Wohnung muss leben, wie auch dieser Problemfall, der dann auch gerne diskutiert wird. Wir haben ja gehört, dass ja dann auch ein bisschen live mit den Farben sind. Frau Bossi, ich würde gerne ein bisschen an die öffentliche Diskussion anknüpfen. Ja, da sitzen wir sozusagen ja als Mediator in der Presse mittendrin. Genau diese Frage stellt sich mir. Gibt es da überhaupt noch eine Diskussion jenseits von generell Nein, generell Ja? Oder ist das mittlerweile so weit emotionalisiert, dass wir gar nicht mehr über Grauzonen sprechen können oder sofort sozusagen in der Empörung? Das ist mein tägliches Bemühen und Bestreben, dass es so eine Diskussion gibt, vor allem in unserer Stadt. Deshalb bemühen wir uns vor Ort ausgeruht zu berichten und genau zu schauen, was wir schreiben. Ich glaube, die gibt es, wie die Diskussion in diesem Fall mit Geist ist, hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich so noch nicht erlebt, ich habe mich im Wuppertal erlebt und das hat mich erschrocken. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Also könnt ihr so ein bisschen nach Jahrzehnten vielleicht auch haben? Könnt ihr es im Nachhinein sozusagen auch feststellen, woran das lag, dass es gerade an diesem Moment sozusagen dieses Feuer sich entzündet? Tiere, Tierschutz, das ist ein hochemotionales Thema, wo auch, wie ich eben schon zu Beginn sagte, viele Positionen möglich sind und die man auch gut darlegen kann. Also da kann man auch sein Leben, glaube ich, sehr gut nach ausrichten. Man kann extremer Tierschützer sein, vegan leben und so möglich ist es auch auf Leder verzichten. Das ist alles gut, das finde ich alles wichtig, dass solche Gespräche geführt werden, aber es ist eine Differenzierung, die hat in der öffentlichen Debatte kaum stattgefunden. Wie auch gerade schon wieder von den Zoos zu den Hunden gesprochen wurde, das ist was, was ich in der Debatte sehr vermisst habe, dass sachlich geblieben wird, dass Argumente auch in ihrer Konsequenz durchdacht werden, also dass wer so für den Willi argumentiert, sein Leben ändern muss. Das hat nicht stattgefunden, es war sehr emotional und was mich auch sehr gestört hat, ist, ich bin Journalistin, ich bin kritisches Denken gewöhnt, das ist meine Aufgabe, das macht mir Freude, aber Expertise anzuerkennen, das ist von uns eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, um darzustellen und das kann auch mal eine Position sein, die sind ganz widersprüchlich, aber wir müssen Experten zuhören und das hat nicht stattgefunden, also dass man seine eigene Emotion über die empirische Forschung stellt, das kann ich nicht nachvollziehen. Sind Sie dann sozusagen auch, wenn Sie auch angeklagt als Partei in irgendeiner Weise? Ich persönlich, also natürlich müssen wir Facebook betreuen, das ist eine Randaufgabe. Ich wünsche manchmal, es würde etwas besser gelingen und da auch in Diskussion einzustellen, das würde eine ganze Redaktion der zerstören, da eine Debatte zu führen, das ist personell nicht möglich. Tatsächlich wurde ich auch angeschrieben von Tierschützern und habe auch geantwortet. Ich wurde gebeten, meine Stellungnahme, meine Dinge richtig zu stellen. Das hätte ich gerne gemacht. Ich habe aber leider nie eine Antwort erhalten, an welchen Punkt ich falsch berichtet habe. Ging also wieder um grundsätzlich sozusagen. Ja. Also es wurde gesagt, ich würde diffamieren und dann habe ich gesagt, dass ich das nicht verstehe und ich wollte Punkte nachfragen. Und die habe ich nicht erhalten, deshalb kann ich das nicht veröffentlichen. Okay, dann werden wir nochmal konkret. Ja, Herr Dr. Leibniz, ich bin mal Ihr verlängerter Arm. Ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. Aber Sie haben ja ein bisschen was mitgebracht. Welches Foto wir zeigen? Ich habe wir haben ein paar Fotos, beziehungsweise Kolleginnen aus dem Zoo, Besucher haben Fotos gemacht, die sie beobachtet haben. Und da kann man eben sehen, Interaktionen, die jetzt vor einem Foto stattfinden. Also das ist der Willi mit der Akena. Da muss man natürlich problematisch wird, wenn man wie manche eben auch sagt, wir wollen Menschenrechte auf Tiere übertragen. Wenn man das jetzt menschlich sehen würde, wäre das verwerflich, weil der dort jetzt Geschlechtsverkehr mit einer 5-Jährigen hat. Das ist aber bei den Hunden normal. Und das ist der
der Grund, weswegen ich hier heute bin und weswegen ich gesagt habe, ich komme hier gerne her, weil ich ein bisschen aufklären möchte über Bonobos, wie Bonobos funktionieren, wie bewohnt Bonobos in der freien Wildbahn sind. Und das wäre für mich ein Herzensanliegen, wenn diese ganze Diskussion um den Bonobomini einfach ein paar Menschen aufklären würde und vor allen Dingen auch merken würde, wie bewohnt diese Tiere sind. Und deswegen muss man wissen, dass wir in den Zoos, das sind also 9 Halter in Europa, etwa 130 Tiere halten, das ist eine Reservepopulation. Es sieht so aus, dass die Population abnehmend ist. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Der Mensch braucht mal mehr Lebensräume, es gibt Waldrodung, es gibt Forstfirmen, die rein in die Wälder gehen. Die Bonobos werden gejagt, das Fleisch wird gegessen, der Lebensraum wird zerstört, es kommt zur Defragmentierung. Und wir müssen davon ausgehen, ja, da ist der Mini, wo der Hundeblum da Geschlechtsverkehr hat, beziehungsweise das Sexualreiten, wo die Geschlechtsorgane aneinander reiten oder auch den Geschlechtsverkehr haben. Und, aber nochmal zurückkommen auf die freie Wildbahn. Die Bonobos sind da einfach im Aussterben. Die Gefahr ist zu groß, sie sind bedroht. Und deswegen betrachten wir die Population der Bonobos in menschlicher Obhut als eine Reservepopulation. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir vielleicht in 50 oder 100 Jahren überhaupt keine freiwilligen Bonobos mehr haben. Und da diese charismatischen, tollen Tiere einfach zu schade werden, dass sie unseren Erdball verlassen, müssen wir vorsichtshalber, ich sage Reservepopulation, weil es uns viele andere Maßnahmen gibt, dass sie gar nicht erst aussterben. Aber wir müssen versuchen, eine stabile Population zu haben, die auch in 50 bis 100 Jahren noch eine große genetische Diversität hat. Das sollte es so sein. Und da gibt es leider auch schon ein paar Beispiele, dass Tiere völlig ausgestorben waren und dann wieder angesiedelt wurden, dass wir diese Tiere dann auch irgendwann wieder aussehen können. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist viel komplexer, das ist viel komplizierter, als man denkt. Und das ist auch nicht so, dass man sagt, schick mir doch mal den Armini in den Kongo runter und dann kann er doch glücklich werden. Also das ist natürlich genauso ein Problem. Der würde da keinen Tag überleben, sondern die Wiedereinbildung und Ausbildung von Tieren ist extrem kompliziert und muss sehr begleitet werden. Deswegen haben wir aber eine Reservepopulation und deswegen ist es wichtig, dass wir eine hohe genetische Vielfalt haben. Und bei den Bonobos generell ist es so, dass die früher wurde gesagt, der Bonobo macht Liebe und kein Krieg. Ja, das hört sich ganz nett an, aber leider macht er doch auch ein bisschen aggressives Verhalten. Und auch Bonobos können sich schwer verletzen, was wir bei uns gesehen haben, was wir auch in der Wildbahn sehen, und sie können sich auch leider töten. Und die haben ein etwas anderes Sozialverhalten als wir Menschen. Das heißt also, die Frauen haben dort das Sagen, auch wenn sie körperlich dem Mann eigentlich unterlegen sind, haben sie trotzdem eine höhere Stellung und haben eine höhere Rangfolge und dominieren die Männer. Und deswegen muss in meiner Bonobo-Familie, auch den Menschen der Obhut oder Freiwilligkeit, mindestens 2, 3 unverwandte adulte Bonobo, also erwachsene Bonobo-Männer sein, um sich gegen die Übermacht der Frauen verteidigen zu können. Und jetzt haben wir bei uns in Wuppertal mit dem Biologo und dem Marto, vor allem mit dem Marto, den ältesten Bonobo-Mann überhaupt. Also der hat die Literatur nicht gelesen und wie der normalerweise so 30, 20, 25, 30 Jahre, der ist jetzt schon 55. Wie alt er noch werden wird, weiß kein Mensch, weil er der älteste Bonobo auf der Welt ist. Da werden wir mal sehen, wie er noch was werden kann. Insofern haben wir als auch das Spezialistenkomitee, also alle diese Tiere werden von Spezialisten gecoacht. Das ist eine Gruppe von Biologen und Tierärzten, die aus diesen Zoos, die diese Bonobos halten, gewählt werden, die sich mit den Bonobos auskennen. Also ich zum Beispiel habe 20 Jahre Erfahrung mit Bonobos, so lange arbeite ich mit den Bonobos. Ob ich jetzt Spezialist bin oder nicht, möchte dahingestellt sein. Auf alle Fälle arbeite ich seit 20 Jahren als Tierarzt mit Bonobos. Und dieses Spezialistenkomitee hat gesagt, wir brauchen definitiv für Wuppertal bald einen neuen Mann, weil das gefährlich wird, wenn der Marco stirbt. Dann ist der Biologe alleine und dann könnte es zu gefährlichen Verletzungen oder auch zum Tod kommen. Insofern braucht uns da ein neuer Mann. Und dann haben sich alle hingesetzt und haben geguckt, welcher Mann kann nach Wuppertal kommen. Und da hat man leider, sage ich eben, den Billy ausgesucht. Und für den Billy ist das muss man eben wissen, das Problem, was der Billy hat. Der Billy ist in Twycross geboren und ist handaufgezogen worden. Das ist vor 10 Jahren passiert. Vor 10 Jahren haben wir sowas in Wuppertal auch noch gemacht. Wir würden heute in Wuppertal sowas nicht mehr machen, wobei ich da auch sagen muss, dass das nicht immer die Entscheidung von Wuppertal ist, sondern dass das auch immer die Entscheidung des Spezialistenkomitees ist. Und wenn die sagen, die Genetik dieses Affen ist so kostbar, dass der auch auf Hand aufgezogen werden muss, dann kann das gut sein, dass die Spezialistenregel das entscheidet. Auf alle Fälle ist er, und das ist einfach so, vor 10 Jahren Hand aufgezogen worden. Er ist dann von einer Amme, einer Bonobo-Amme weiter großgezogen worden, aber die haben gesagt, okay, ich ziehe dich mal groß, aber richtige Mutter ist er nicht.
Und um das mal so platt auszudrücken, bei einem Wollewurm und diese Gruppen, die vermischen sich immer wieder. Da gibt es keine feste Gruppenstruktur. Da gibt es nicht die Wollewurm-Gruppe schlechthin, sondern die wandern durcheinander, die vermischen sich. Und ein Wollewurm-Weibchen kann ganz, ganz leicht verreisen. Die hat nämlich als Reisepass ihr Geschlechtsorgan. Ein Wollewurm-Mann kann eigentlich nur mit seiner Mutter verreisen. Und das ist natürlich dann schon mal problematisch, wenn man keine Mutter hat. Deswegen hat der Willi jetzt so ein Langdasein in Frankfurt gehabt, hat da an zwei Gruppen immer so ein bisschen am Rande gelebt und konnte jetzt aus genetischen Gründen dort nicht mehr bleiben, weil wenn er sich dort mit den Weibchen, die dazugekommen ist, vorpflanzt, werden die ganz eng genetisch und können Willi zurückbekommen, was wir nicht wollen, weil die Gene von Willi sehr kostbar sind. Man könnte auch sagen, wir kastrieren mal die Gene. Wobei man auch nachfragen muss, was mich auch noch einwerfen, ob das tierschutzrelevant ist. Genauso muss man sich fragen, wenn ich eine Katze in einer Wohnung halte, die ich kastrieren muss, weil ich sie einzeln halte, ob das tierschutzrelevant ist. Aber das will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich will jetzt hier wirklich über die Wollewurm sprechen. Und deswegen hat man entschieden, dass der Wollewurm weniger Mutter verkommt. Das ist also nicht eine Entscheidung eines Zoodirektors, das ist nicht eines Egos eines Zoodirektors, sondern das ist eine Spezialistenentscheidung, die getroffen wurde, versuchen, Willi hier in Wollewurm zu integrieren. Und dieses Spezialistengremium, gemeinsam auch mit meinen Kuratoren, mit meinen Tierpflegern, haben wir uns überlegt, wie kann das am besten stattfinden, weil die Gegebenheiten, wir haben die Räumlichkeiten nochmal erweitert. Wir sind etwas limitiert, vollkommen richtig, wir sind nicht die Natur, das ist vollkommen klar, das will ich auch nicht sagen, dass wir jeden Tag, wir sind versuchen, mit der Natur da glücklich zu sein, aber wir sind limitiert. Und wir haben uns dann entschlossen, so wie es in der Freien Wildbahn auch ist, den Willi als erstes Mal in die gesamte Gruppe zu geben, ihn kennenlernen zu lassen. Was wir auch aus Erfahrung bisher kannten, ist, dass in der Regel das manchmal die ersten Tage bis Wochen total gut geht. Die Frauen sagen, ach, guck mal, da ist euer Kerl. Und die Männer sagen, ja, gut, da ist auch mal ein anderer Kerl. Wenn es dann aber darum geht, dass der Baby irgendwo in das soziale Gefüge reinkommt, wenn er also quasi in eine Rangfolge reinkommt, dann kommt es eben zum Stress. Und das ist dann eben auch bei uns passiert, weil nämlich die Jungs, die jungen Zwillinge des ranghöchsten Weibchens, kommen jetzt auch so in Geschlechtsreife und die müssen sich irgendwo behaupten. Die haben natürlich jetzt Angst, dass der Baby die überholt und dass sie dann mal als letzte Baby in der Kette sind. Und deswegen haben die Baby geneckt, geärgert, haben dann so ein bisschen, wie Menschen das auch manchmal tun, so nach der Mutter, Mami, guck mal hier, der böse Mutter hat mich böse angeguckt. Und dann ist die Mutter gekommen und dann ist das eben so ein bisschen bei den Monobus, da kann man so wirklich ein bisschen mit Hooligans vergleichen. Wenn da einer drauf geht, dann geht es alle drauf. Und da gibt es keine Empathie oder irgendwas, sondern dann geht man drauf und weiß den. Das passiert bei uns, das ist normal und ich töne jetzt mal so ein bisschen wie einer, der ein ganz böser Mensch ist und irgendwas. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Wollewurms und ich kenne Verletzungen bei den Wollewurms. Alle Tierärzte, die mit Wollewurms arbeiten, kennen diese Verletzung und auch alle Freilandforscher, die mit den Wollewurms arbeiten, kennen diese Verletzung. Das sind artspezifische Verletzungen, Bisse in Fingern, in Ohren, in Analregionen. Ja, das ist einfach so. Und die Verletzungen, die wir gesehen haben, sind absolut nicht schön, vollkommen richtig. Und das tun wir genauso wie im Teil, aber es sind Verletzungen, die immer mal wieder vorkommen, die wir so sehen. Und wir haben jetzt das Ganze nochmal umgestellt, indem wir jetzt versuchen, so ein bisschen. Das darf ich dir aber noch zwischenhalten. Wurden die eigentlich behandelt, diese Verletzungen? Also man kennt ja diese Bilder, die sind ja eigentlich sagen, wieder bis abgebissen, ein Stück Ohr oder ein Finger, glaube ich, Finger, die entwickelt oder so. Wird sowas eigentlich behandelt oder überlässt man das auch dann letztens in der Natur? Also, weil wir ja sagen, wir sind nicht in der Natur, sondern wir versuchen sie nur zu simulieren und wir natürlich eine Verantwortung den Tieren gegenüber haben, haben wir natürlich diese Tiere behandelt. Das heißt also, der Baby hat natürlich ein Schmerzmittel bekommen und hat eine Antibiotikum bekommen. Aus Erfahrung muss ich sagen, hat das so, heilt das so toll und das sind auch, dass diese Gene muss ein Wollewurm haben, sonst würde er in freien Wildbahn einfach sofort sterben. Wahrscheinlich ist das Pille-Parlament es nicht machen müssen, aber das ist natürlich das, was wir tun, wir wollen das nicht riskieren. Insofern hat er, wenn er schwere Verletzung bekommen hat, ein Antibiotikum bekommen und auch Schmerzmittel bekommen. Das ist also ist die Behauptung, die ist ja auch, die man auch im Internet tatsächlich findet, dass er seinen Schmerzen und sein Leid selbst überlassen wurde, nicht richtig. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, also wir haben ihn immer behandelt. Auch wir haben doch keinen Spaß daran, Willi zu quälen, sondern unser Ziel muss es sein, Willi in diese Familie zu integrieren, damit Willi sich mit den Frauen, die wir haben, dafür zu seine Gene in die nächste Generation zu bringen. Und das ist jemand, der sich wohlfühlt und nicht jemand, der irgendwo diskriminiert oder irgendwas ist. Oder dieses Wort Mobbing passt mir auch nicht. Das ist eben einfach, die müssen in ihrem sozialen Rahmen, müssen die gucken, wo sie ihren Platz finden. Und das können sie. Und wir haben nicht bei den Wollewurms die Gesetze, die wir Menschen haben gesagt. Wir haben alle soziale Regeln und wir kümmern uns um Schwache und wir schlagen nicht auf einen ein, der schon am Boden liegt. Das sind eigentlich Gesetze, die wir haben, meistens haben sollen. Das haben die Wollewurms nicht, sondern da guckt jeder, dass er
seine Gene nach vorne bringt und die Mutter auch auf den Baby ein, weil der Baby könnte irgendwann in ihren Söhnen stehen. Und das ist eben das Problem, was wir haben. Und was wir jetzt im Moment sehr, sehr schön gelöst haben, indem wir den Baby ein bisschen rausgenommen haben, indem wir das tun, dass er quasi der Gruppe am Rand folgt und wir ihn immer wieder mit kleinen Gruppen zusammenlassen, also auch mit dem Weibchen, mit anderen Männchen. Und dass wir versuchen, dort dann Partnerschaften, Beziehungen aufzubauen, was auch immer bei den Bonobos die aufbauen, ich werde nicht von Freundschaften sprechen, das wäre wieder Vermenschlichung, dass sie ihn akzeptieren, dass er da ist. Und wir sehen im Moment extrem viele positive Aktionen, weil deswegen habe ich die Bilder auch mitgebracht. Der Zoo hat nie zugemacht. Der Zoo war immer offen. Jeder konnte jederzeit in den Zoo gehen und konnte sich alles anschauen. Wir sind absolut transparent gewesen. Wir haben nichts verheimlicht, wir haben nichts verdeckt. Wir haben nicht nur gesagt, ja, da können wir jetzt mal nicht gucken. Wir haben keine Zusammenführung hinter den Kulissen gemacht, sondern wir haben es alles transparent für die Öffentlichkeit gemacht, weil wir nichts zu verheimlichen haben. Und jetzt sieht man hier wieder. Also das ist Sexualverhalten, was sie zeigt. Wir sehen, dass er mit dem einen kleinen Weibchen spielt. Wir merken, dass der Mini selbstbewusster wird. Wir müssen sogar schon ein bisschen auf den Marto und seinen Opa aufpassen, weil er den sehr dominiert. Und wir müssen auch mal wieder aufpassen, dass es die gesamte Gruppenstruktur nicht zerspricht. Das heißt also, beim nächsten Mal gehen sie wieder in die Gruppe rein. Und wir müssen uns jetzt einfach Zeit nehmen, dass auch das, was uns Forscher und was uns Spezialisten, die sich mit Bonobos auskennen, immer wieder sagen, habt einen langen Atem, habt Geduld. Das wird schon funktionieren und manchmal muss man, das ist kein Schritt zurück, zu sagen, wir trennen die Gruppe wieder ein bisschen, wir isolieren ihn ein bisschen, lassen ihn in Einzelgruppen wieder zusammen, dann auch mal wieder mit allen zusammen. Also das muss ein bisschen dieses Fusion, man durchmischt sich, man trennt sich wieder, man mischt sich, man durchtrennt sich wieder. Und das sieht im Moment sehr positiv aus, deswegen mache ich trotzdem nicht die Ausdruckung in der Zeitung stand, sondern im Motto Happy End für Billy. Das wissen wir alle nicht. Ich wäre super unsinnig, wenn ich sagen würde, das ist ein Happy End. Billy geht es gut und Billy wird zu Leben lang gut. Es wird immer wieder auch Aggression geben, das wissen wir sogar bei Bonobos, die mit ihren Müttern in Familien reinkommen. Es wird immer wieder Aggression geben, es wird Verletzungen geben, das kennen wir, wie wir einfach mit Bonobos leben. Und dann ist jetzt die Frage, wollen wir ein natürliches Verhalten unterbinden, weil es unseren menschlichen Regeln nicht mehr entspricht? Wollen wir aus diesen Gründen diese Tiere menschlich auch und nicht halten und nicht zeigen? Weil wir menschlich damit nicht klarkommen oder unsere Probleme haben? Oder soll ein Zoo, und so sehe ich ein Zoo, ein Grundauge in die Natur sein? Im Zeitalter wirklich des Analphabetismus, des biologischen Analphabetismus, wo der Mensch nicht mehr weiß, wie was funktioniert, wo was herkommt, welche Zusammenhänge es sind, wo er sein Ökosystem nicht mehr begreift. Da braucht es ganz, ganz wichtig, um aufzuklären und die Leute für Tiere auch zu begeistern, emotional zu packen, damit sie ein bisschen sensibler werden für ihre eigene Umwelt. Weil es geht letztendlich alles um unsere Umwelt. Sie haben uns diese Bilder, jetzt war ich leider gerade im Internet, haben wir schon alle gesehen oder nicht? Sie haben uns auch Videos mitgebracht von gestern. Ja, keine Filme setzen. Vielleicht können wir da auch eine zeigen, wenn das wirklich ist, der Zeitverkauf gerne. Aber darf ich meinen Satz zu Ende machen? Vielen Dank. Aber ich bitte Sie, kurz zu fassen, damit wir dann als Publikum die Fragen Ich würde gerne eine Expertise als Tier zu Wildtiere etwas einbringen, was, glaube ich, der Diskussion zugutekommt. Es bindet so ein bisschen an den Tierschutzgedanken, der hier auf der Welt ist. Wenn Sie es so besser? Ja. Wie eine Flasche mit Wasser. Um das so ein bisschen zu verbinden, ich glaube, das geht nicht weit auseinander. Es gibt zwei Ebenen, die wichtig sind, wenn man über Tierschutz nachdenkt. Die eine Ebene ist das Individuum. Das ist das, wenn wir darüber nachdenken, ein Hund zum Beispiel. Das ist in der Regel ja ein Individuum in die Familie integriert, aber eben nicht in einem Rudel, sondern das Rudel, das Ersatzrudel ist sozusagen die Familie. Die andere Ebene, und die kommt im Zoo, aber vor allen Dingen auch im Wildtierbereich dazu, ist das Wohlbefinden der Gruppe. Und in der Regel ist das Gruppenwohlbefinden höherwertig als das eines Individuums. Und das bedeutet, und so ist es eben nicht ganz, da stimme ich dem Herrn Lappmanns nicht zu, wir Menschen sind nicht anders. Wir haben auch unsere Rudelknaben, wir haben auch Hierarchien, das kann man sehr deutlich beobachten. Und wenn der Rudelknabe weg ist, dann sucht sich die Gruppe den nächsten. Das wird nicht ganz so exzessiv ausgedehnt, obwohl ich bezweifle, dass wenn man hier nachts durch Wuppertal läuft und 15 pubertäre Männer einen. Oh, lassen Sie das nicht auf die Situation. So ähnlich ist es auch im Kongo bei den Affen.
Das muss man dazu sagen, der Affe, der im Kongo ist, hat natürlich keine Gebäude, keine Wände. Er kann potenziell weglaufen. Der wird sich das nur dreimal überlegen, weil wenn er alleine ist, muss er auch alleine mit den Leoparden kämpfen. Und gleichzeitig ist die Gruppe für ihn das höchste Gut. Und deswegen haben wir eben sehr ausgeprägte Hierarchien bei Affen. Und die muss man, die kann man so auch nicht wegdenken. Das ist eben ein relativ großer Unterschied zu einem Individuum, was ich schütze. Der Hund, der eben aus schlechten Haltungsbedingungen genommen wird. Oder ob ich eben eine Abwägung machen muss zwischen dem Individuum und dem Wohlbefinden der Gruppe. Es soll nicht rechtfertigen, dass man zugucken soll, wie Tiere leiden und eben auch mal in so einer Gruppe wirkliches Dicke abkriegen. Aber man muss im Wildtierbereich und auch im Zug diese Abwägung schaffen. Und ich glaube, da muss man eben auch eine Diskussionsebene finden, wo man diese Level nicht miteinander verbindet. Weil das eine ist, im Individuum hat erstmal nichts mit der Gruppe zu tun. Und im Tierschutzgesetz ist es zum Beispiel ausgeschlossen, einen Affen isoliert zu halten. Das ist das schwerste Leid, das man einem Affen antun kann. Wenn man jetzt sagt, man holt so einen Affen aus der Gruppe raus, würde man nun erstmal ja subjektiv helfen. Objektiv gesehen würde man ein größeres Leid zuführen, weil das abgerissene Ohr schneller heilt und schneller vergessen ist, als das, was man tun würde, wenn man diesen Affen isoliert raus. Okay. Wir gehen wieder auf dieses Video Werbung, das sind Bilder von gestern, die Sie uns mitgebracht haben. Können Sie uns kurz beschreiben, was Sie da sehen? Genau, also das ist die Gruppe mit Willi, Akina und Olimno, die da zusammen sitzen und blumen. Wir haben ihn auch teilweise mit Martin noch zusammen gehabt. Da ist er dann halt, manchmal, guck mal da. Aber Willi muss alleine sitzen, aber das war der arme Martin, der da schon alleine gesessen ist. Die haben auch schon sogar gemeinsam. Das war nicht Billy. Also im Moment sieht das positiv aus, das ist schön, das freut uns alle natürlich. Aber es gibt auch wieder mal Situationen, die nicht so schön sind, die nicht so gut sein werden. Das wird immer mal passieren. Wir haben toi im Moment keine großen negativen oder aggressives Verhalten. Wir haben zum Glück keine Verletzungen, das ist alles wunderbar abgeheilt. Aber das kann sich jederzeit auch immer wieder ändern. Das ändert sich vor allen Dingen, die Gefahr ist deutlich größer, umso größer die Gruppe ist, weil die Monobos eben auch in der Masse einfach wieder stärker sind und dann plötzlich der Auslöser. Wir kennen natürlich, dass die kleinen Jungs Angst um ihr soziales System, aber was dann der momentane Trigger war, warum es dann plötzlich zu einer Aggression gekommen ist, das fehlt uns noch. Das ist auch das, was meiner Forscher uns häufig fragen. Wir sehen plötzlich so ein aggressives Verhalten. Die Gruppe fällt auf einmal über einen Mann her, der schon mehrere Wochen, Jahre gelebt hat. Und auch das wissen wir noch nicht genau, was dann dieser genau ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann müssen wir die Schlagzeilen oder die sehr positiv klingenden Meldungen des letzten Tages ein Stück weit dahingehend korrigieren, als dass jetzt nicht alles gut und großer rote Brille ist, aber da kann immer wieder etwas kommen. Absolut. Ich wurde nur eben auch von Sie erinnert, dass wir schon warum zeigt eigentlich mal gute Bilder, warum sieht man da nichts oder etwas. Deswegen haben wir die jetzt auch aufgenommen, haben wir die mitgebracht und zeigen die. Und wie gesagt, das ist natürlich irgendwie was von vor bei uns zusammengeschnitten, was wir haben, sondern das sind die Bilder von gestern. Insofern fallen auch da versuchen, wieder authentisch zu sein. Aber wenn es nicht funktioniert, stehen wir dazu, im Moment funktioniert es und deswegen zeige ich es euch auch gerne. Okay, jetzt gab es ziemlich lange Minuten, aber in dem Fall fand ich es wichtig, dass wir über den aktuellen Stand von Wien informiert werden. Sie haben natürlich jetzt Zeit zu gehen, aber ich würde gerne jetzt wirklich das Publikum einbeziehen. Wenn Sie einfach ein Anzeichen geben, dann würde mein Kollege zu Ihnen kommen. Sie haben eine Frage, habe ich inzwischen mit dem so verstanden. Dann vielleicht Anzeichen, dann findet der Kollege sich auch. Danke. Haben Sie zu mir hier dabei? Mein Name ist Annette. Der Vorwurf war ja nicht, dass der Tierarzt die Wunden vom Billy nicht verbunden hat, sondern dass der Billy in einer Situation gelassen wird, wo er fast zu Tode geprügelt worden ist. Ja? Da gab es ja auch, dass der Herr Norbert das zugegeben hat, dass man sogar die Befürchtung hatte, dass der Billy eingeschläfert werden muss, weil die Verletzungen so schlimm waren, der hat unter Schmerzmitteln gestanden. Ja, gut natürlich, dass man ihm die Schmerzmittel gegeben hat, aber es kann ja irgendwo nicht sein, dass ein Affe in einer Situation gelassen wird, ja, wo sein Leben bedroht ist. Und das in einem Zoo, ja, der sich als tierfreundlich, als grün darstellt. So stelle ich mir keinen Tierschutz vor. Und da möchte ich noch dazu sagen, Herr Kiesel,
Ich war schon bei vielen Diskussionen. Ich habe noch nie eine solch manipulative Moderation erlebt. Ja. Dieser Vorwurf der Euthanasie, das ist eine ganz, ganz dubiose Geschichte. Ich habe eine private Führung gemacht und da sind viele Optionen gefragt worden und da war dann auch die Frage, was würde denn passieren, wenn dieser Bonobobini in überhaupt keine Gruppe zu integrieren wäre. Und wäre es besser, diesen Bonobobini dann irgendwie gefordert von den Tierrechtern in Isolationshaft nach England abzugeben? Und da war meine Antwort, und das ist die Antwort, die Meinung von Arne Labranz, dass ich, bevor ich diesen armen Affen in Isolationshaft geben würde, würde ich ihn, wenn ich es zu entscheiden hätte, lieber euthanasieren. Und daraus ist dann, das hat jemand gehört und hat es auf irgendeine Homepage gestellt, die vermeintlich so aussieht, als wenn sie die Homepage des Zoos Wuppertal wäre, und dann würde es das Statement sein, Labranz euthanasiert den Affen. Erstens ist das nicht mein Affe, das heißt, ich darf den gar nicht euthanasieren. Zweitens ist das nicht meine Entscheidung, oder das Spezialistengremium sowas entscheiden würde, wann ein Tier euthanasiert wird und ob es euthanasiert wird. Das war nur meine persönliche Meinung, die ich in dem Zusammenhang auf die Frage, und da stehe ich nach wie vor dazu. Bevor ich einem Affen für 50 Jahre lang in eine Isolationshaft geben würde, würde ich ihn lieber einschläfern. Das ist aber nicht meine Entscheidung. Und insofern ist es völlig irrelevant zu sagen, dass er so schwer verletzt war. Ich sage ganz ehrlich, diese Verletzung war minimal. Ich habe leider schon viel schlimmere Verletzungen bei Bonobos gesehen in meiner Karriere. Wir hatten einen anderen Bonobo, der deutlich schlimmer verletzt worden war. Und es gibt da auch viel schlimmere Sachen. Wir haben ihn ja nicht mal in Narkose legen müssen, um diese Wunden zu versorgen, sondern es hat einfach geholfen, dass wir ihm Antibiotika gegeben haben, Schmerzmittel gegeben haben. Insofern waren das Verletzungen, die nicht schön aussehen, aber aus tierärztlicher Sicht überhaupt nicht dramatisch waren und es auch zu keinem Zeitpunkt auch nur im geringsten irgendwo Bonobo mit seinem Leben bedroht war. Also das ist nicht richtig. Gut, gestatten Sie mir noch eine kurze Antwort zu Ihrer, zu dem Vorwurf der manipulativen, das wundert mich nicht. Also ich kann Ihnen sagen, auch damit rechne ich und ich setze mich dieser Kritik auch gerne aus. Wissen Sie, der Vorteil ist, dass ich glaube, dass hier heute etwas stattfindet und das sollten wir zu schätzen wissen, wo Sie genau das sagen können. Und das findet in Social Media eben nicht statt. Und in der Recherche zu diesem, Abend, da ist mir durchaus aufgefallen, mehrfach aufgefallen, dass ich mich da tatsächlich auch von sämtlichen Meinungen, je nachdem welche Quelle ich herangezogen habe, hätte manipuliert fühlen können. Zum Beispiel, wenn man Videos ins Internet stellt, die mit einer theatralischen Musik untermalt werden, wo die Verletzungen in Großaufnahme gezeigt werden, etc. Da habe ich mich manipuliert gefühlt und habe dann versucht, mich ein Stück weit davon zu befreien. Das mag sein, dass mir das für diesen Abend nicht komplett gelungen ist, aber das Schöne ist, wie gesagt, dass Sie das hier äußern können und mich gerne in der Moderation durch Ihre Fragen auch korrigieren können, wie Sie das empfinden. So, wir haben weitere Fragen. Kommen Sie hier vorne kurz. Ja, mein Name ist Daphne Spiegel. Meine Frage ist, es wird ja immer so erzählt, ernähre meine Natur, ernähre meine Natur. Es gibt die Claudine André, die ist im Kongo. Und sie hat da dieses Lola Yabongo und sie zeigt, wie gut es geht. Man kann im Facebook ihre Bilder sehen, ihre Videos sehen. Ich habe da nie ein Tier gesehen, was aufeinander losgegangen ist. Man weiß, ein Männchen bleibt zeitlebens bei der Mutter. Ja, es ist so bei den Bonobos. Die Weibchen sind meistens die, die abhauen, die, sage ich mal so, ihre Gruppen bilden. Und ich verstehe es nicht, wenn dann irgendjemand entscheidet, also Billy wird malträtiert, klar, es ist die Natur, aber es ist auch so, in der Wildnis können die sich auch aus dem Weg gehen. Wie viel Quadrat haben die bei ihnen? Das können die ja nicht. Egal ob die Bonobos, egal ob die Gorillas, also ich kriege Tränen, das Gehege der Gorillas ist, glaube ich, nicht größer als meine Wohnung. Und wer hat das Recht zu entscheiden, dass Billy dann euthanasiert wird? Es gibt so viele Möglichkeiten, man kann den Bonobo doch auch mit anderen Schimpansen irgendwie zusammentun, dass er nicht ganz alleine ist. Wenn ich darauf antworten darf, also das ist auch kein, habe ich ja gesagt, ja,
nicht zugehört. Keiner hat das Recht, und ich habe das Recht schon nicht, das Recht zu sagen, der Bordeaux-Bienen muss euthanasiert werden. Ich habe nur für mich persönlich, meine persönliche Entscheidung wäre es. Und ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Vergesellschaftung von einem Schimpansen und einem Bordeaux gibt, weltweit. Zum Ersten. Ja, das ist, und das ist, und ich meine, das, da müssen wir uns auch wirklich fragen, dann müssen wir uns wirklich fragen, warum wollen wir dann diese Tiere menschlich auch gut halten, wenn ich da einen Schimpanse mit einem Bonobo vergesellschafte, was für einen Wert, was für eine Bedeutung, was für eine hat das Ganze, wenn ich die da miteinander halte. Und was ich Ihnen auch sagen muss, Sie müssen halt dann doch mal im Internet ein bisschen besser recherchieren. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Bilder, wo Bonobos übereinander herfallen und wo die sich gegenseitig verletzen. Also, auch ich habe eben mit vielen, vielen Freilandforschern gesprochen und wir kennen das und das ist für uns leider ein normales Business, dass diese Bonobos sich auch gegenseitig verletzen. Andere Affen haben ganz andere Zähne. Der Sascha Knauf hat über Paviane geforscht, die haben Zähne, da gibt es nicht große Verletzungen, da gibt es gleich Tote, weil die schmeißen sich relativ ganz schnell tot. Ja, bei den Bonobos, dann ist es natürlich nicht so schön. Es ist so, als wenn Sie versuchen, wenn ihr menschlich ein bisschen mal tot zu machen, ist das nicht ganz so leicht, ja, den Zähnen zu haben. Aber das, was wir hier sehen, das sieht man in der freien Wildbahn genauso. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Natürlich sieht man das auch. Und die freie Wildbahn ist ja so viel größer. Bei Ihnen gibt es doch gar nicht die Möglichkeit, dass der mal fliegen kann. Und dann ist die andere Frage. Soweit mir bekannt ist, ist Willi gleich direkt in die Gruppe rein, gleich zack in das kalte Wasser, wie wir sagen. Warum wurde er nicht ganz langsam an die Gruppe rangeführt? Ist das nicht möglich? So wie wenn ich jetzt, sage ich mal, ich gebe jetzt einfach ein Beispiel von einer Katze. Wenn ich zwei Katzen vergesellschaften möchte, dann tue ich die nicht gleich zusammen, weil die werden sich dann auch gegenseitig irgendwie an den Hals gehen. Warum hat man da nicht irgendwie langsam was gemacht? Okay, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage verstanden. Auch da sind Sie dann nicht richtig informiert. Natürlich haben wir das gemacht. Willi hat durch Gitter die anderen Affen gesehen. Willi hat die Anlage kennengelernt. Und dann war die Frage, ob wir das, wie wir es jetzt machen, eben mit einzelnen Gruppenmitgliedern zusammenlassen oder ob wir mit der gesamten Gruppe zusammenlassen. Und das war eine Entscheidung sämtlicher Spezialisten, kann ich Ihnen nur sagen, die wir dann gesagt haben. Auch bei uns gab es Meinungen von Tierpflegern, von uns, die dann kommen, dass wir erstmal mit dem Mato, das ist eh so eine alte Socke und der ist vor, wenn er in Ruhe gelassen wird. Und da war aber die Meinung, dass am Anfang, und auch da war versucht, ein bisschen die Realität zu simulieren. In der freien Wildbahn kommt der auf und stellt sich erstmal der Gruppe vor. Dann kommt die ganze Gruppe über den. Der wird nicht, und dann merkt er, okay, das funktioniert oder funktioniert nicht und geht dann an den Rand. Und das ist, wenn man jetzt sagt, war vielleicht ein Fehler, kann ich nicht antworten, weil er auch, wenn man das andersrum macht, auch diese Verletzung sieht, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das war eine Entscheidung, die sämtliche Spezialisten, die Bonobos seit Jahrzehnten pflegen, halten, die im freien Feld sind, aus dieser Gemeinschaft heraus wurde die Entscheidung getroffen, Willi an die Anlage zu gewöhnen, ihn durchs Gitter sehen zu lassen und dann mit anderen Bonobos zusammenzuführen. Ja, das ist nicht eine Wuppertaler Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung von Spezialisten, die eben lange mit Bonobos arbeiten. Und der Bezug zur Katze ist immer schön, weil natürlich hinkt der total. Ja, also eine Katze ist kein Bonobo. Oh. Das ist jetzt, ich möchte kurz, die eine Frage war ja noch mit der Größe des Geheges, der mangelnden Fluchtmöglichkeiten. Also die eine Sache hat der Dr. Knauf schon erwähnt, dass auch im natürlichen Lebensraum der Bonobo einfach sich an diese Gruppe anbringen muss. Das ist also egal wie viel Platz er hat, er muss trotzdem irgendwann auf die Gruppe zugehen und muss in die Gruppe rein. Das ist seine erste Aktion, die er hat. Dass er dann am Rand ist und genau das simuliert bei dem Moment, ja. Dass er also nur mit einzelnen Gruppenmitgliedern zusammen ist, um da eine Partnerschaft, eine Beziehung, was auch immer aufzubauen. Das tun wir. Ja, wir haben nicht den Raum, den man in der natürlichen Lebensraum hat, das ist vollkommen richtig. Wir sind limitiert und auch wir hätten gerne noch viel mehr Platz. Wenn Sie mich fragen, ganz ehrlich, klar, hätte ich eigentlich viel mehr für die Bonobos mehr Platz, aber wir sind limitiert, was unser Affenhaus angeht. Und die gleichen Leute, die Petition gemacht haben, dass der Bonobo Billy Wuppertal verlassen muss, haben aber auch eine Petition gemacht, dass der Schimpanse Ebulu Wuppertal nicht verlassen darf. Ja, wir versuchen, beide Schimpansen an Bestverhaltung abzugeben, wo es ihnen besser geht als bei uns, um einfach auch noch mehr Platz und mehr Möglichkeiten den Tieren anzubieten. Aber da sind wir auch limitiert, weil im Moment keine bessere Möglichkeit, keine bessere Unterbringung für unsere beiden Schimpansen oder für unsere beiden alten Orangutans haben. Ja, da sind wir in einer gewissen Form limitiert. Nichtsdestotrotz
hat einfach das EDP, die Gemeinschaft, beschlossen, dass der Zeitpunkt jetzt der EDP ist, wo der BD Frankfurt verlassen muss, weil er Frankfurt nicht bleiben kann und dass Wuppertal unserer Bedingung der beste Ort für BD im Moment ist. Wenn der BD in irgendeine andere Haltung wieder abgeben, wird er genau der gleichen Problematik wieder ausgesetzt werden und wird sich wieder dieser Gruppe nähern müssen. Und es wird genauso zu diesen artspezifischen Aggressionen auf BD immer wieder kommen. Hey, wir werden die nächste Frage einsetzen, aber ja, Sie sich nochmal. Würde ich gerne Frau Heimann für den Kampf machen. Sie nochmal bitten. Sie haben gerade, glaube ich, eingeworfen, Sie waren gestern zuletzt. So, nochmal. Wie ist denn der prinzipielle Eindruck von diesem Zoo, konkret von Menschenaffenhaus zum Beispiel? Haben Sie den Eindruck, dass es den Tieren auf so engem Raum gut gehen kann? Also wenn man sich auch noch so bemüht als Pfleger, als also erstmal spreche ich den Menschen, die dort arbeiten, nicht ab, dass sie nicht bemüht sind. Das möchte ich ganz klar differenzieren. Ich bin jetzt, auch wenn ich kritisch bin, ne, bin ich jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht wie die Axt im Wald kommen. Ich bin manchmal auch inklusiv, weil mich das bewegt. Was die Affensituation, gerade jetzt die Orang-Utans, die Bonobos, sowohl als auch die Schimpansen und die Gorillas betrifft, finde ich die Situation vor Ort furchtbar. Das Affenhaus ist unter aller Kanone, das Raumangebot, ja. Die Klettermöglichkeiten, die Außenanlagen sind ein Witz, von wegen, wie es vorgeschrieben wird. Ich habe es extra mitgebracht, dass die Rückzugsmöglichkeiten, Schattenplätze, den Baum mit Nisten und verstecken und brauche ich jetzt nicht erklären, der andere ist vielleicht selber im Thema, sonst sitzen wir hier nicht. Ist da nicht gegeben für keine dieser Arten. Dann habe ich selbst auch erfahren, wir wissen, die Bonobos dürfen bei diesem kühlen Wetter, selbst wenn die Sonne noch so scheint, zurzeit noch nicht raus, es ist zu kalt für die. So. Die Gorillas dürfen, die haben aber teilweise keinen Bock, weil du bist dann auch ein bisschen Furcht auch hoch. Ist auch okay, die gehen mal hin und her, die waren jetzt vorgestern mal gehabt, oder vorgestern. Die Pitoto und die Bonobo habe ich erfahren, dürften den ganzen Tag raus. Es ist aber jetzt nicht so gut seit einer ganzen Weile, weil die sonst für Missstimmung bei den Bonobos sorgen, wenn die da irgendwie vorbei müssen. Ich höre immer Eingrenzungen, dass man holt etwas, man holt den einen Affen, dafür müssen die anderen Raum hergeben. Wir haben dort kräftige, große Gorillas, 4 an der Zahl. Das ist unglaublich, die sitzen da. Ich für mich habe die teilweise eine Mimik, die mir sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr, um es noch ehrbar zu sein. Man könnte auch sagen, ich bin suizidgefährdet. Also ich komme dorthin, ich schaue, ich filme, die drehen sich weg. Man redet immer davon, die wären so menschenähnlich. Ja, ich glaube, die haben immer wirklich keinen Bock, den ganzen Tag begafft zu werden und der Sache komplett immer ausgeliefert zu sein. Mit Licht, mit kargen Räumlichkeiten, mit begrenzten Klettermöglichkeiten. Das ist, wo ich sage, warum gehen das an? Das würde ich so nicht hinnehmen. Da würde ich versuchen, Wege zu gehen, Förderer, Spender, was auch immer zu finden. Und dann frage ich mich auch, was stimmt mit dem BGB nicht? Dass der da auch nicht sagt, Leute, da müssen wir mal Becher machen. Nee, da wird jetzt eine Riesennummer wegen dieser Funke frei von Geschichte gemacht. Genau. Das ist, ich könnte jetzt noch eine Nummer Wir greifen das aber gleich noch auf. Das hat uns jetzt gesagt. Da werden zigtausende und Platz ist auch dafür weggenommen worden. Werden Sie dafür aufgenommen? Ich habe mal eine Frage. Wie groß, wie viele Quadratmeter hat das Bodengehege? Sie wissen gar nicht, wie viele Quadratmeter der Anfang ist, wenn Ihr Mitarbeiter fragen müssen oder wie. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Witz. Da geht es doch ohne Hörung. Jedes unserer Einzelabteile, ich wollte nur mal beraten, dass jedes unserer Einzelabteile hat 50 Quadratmeter, also gut für 50 Quadratmeter. Dann haben wir im hinteren Bereich etwa nochmal gute 50 Quadratmeter und dann haben wir die Außenabteile. Ja, das ist der Bereich, den wir vorher haben. Wie viel Quadratmeter habe ich wiederholen? Meine 160. Und ich habe dazu noch einen 800 Quadratmeter großen Garten. Also, deswegen, Sie sind jetzt hier eine Expertise, ja? weil Sie meinen, ich wüsste nicht, wie groß unsere Bonobo-Anlage ist.
Das war auch Fischbuch. Das war auch Fischbuch. Es ist, darf ich Sie bitten, es ist eine Frage gestellt worden. Ich würde jetzt, Sie können gerne das gleich, aber nicht hier im Dialog ohne Mikros wird schwierig. So, Ihre Antwort auf die Frage, Größe war 80 Quadratmeter. Ja, genau, also wir haben einmal 4x50 Quadratmeter Innenanlage und die große Außenanlage. Ja. Ja. Und wie viele Tiere? Wir haben 6 Männchen und 4 Weibchen. Dann passt das ja nicht mit den Standards. Ich möchte noch mal Sie am Kopf sprechen, der Reinigung der Menschen. Und wir haben gerade noch eine Frage. Das ist doch schön für mich. Ich komme zu Ihnen. Kann ich meine Schuhe einlaufen? Ganz gut. Sie sind da vorne, muss man nicht so machen. Ja, Christoph Stößel ist mein Name. Ich bin nicht Tourdirektor, sondern Leiter am Theater. Das ist aber oft ähnlich, glaube ich. Ich habe gar keine Frage und vielleicht doch auch eine Frage an den Tourdirektor. Der Vorwurf mit der Größe über die Gehege und sowas. Ich glaube, da ist der Zoodirektor eigentlich der falsche Ansprechpartner. Also ich glaube, wenn man eine Petition für Tierschutz macht und dass es den Tieren in diesem Zoo besser geht, dann muss man der Stadt schreiben, dass dieser Zoo einfach nicht mehr ist. Ja, aber Moment, aber ich habe... Wie das noch mal ohne Zwischenruf über die So, also ich habe bei Facebook das Ganze auch beobachtet und die Vorwürfe, ich finde, bei Tierschutz ist ja ein super Thema. Und das hat seine Berechtigung. Ich habe selber einen Hund, ich habe 4 Wellensittiche in einem riesigen Voliere. Ich glaube, wenn ein Wellensittich zu Hause in einem Minikäfig sitzt, hat das auch nichts mit Tierschutz zu tun. Aber ich finde, wenn der dann gerade bei Facebook und in den sozialen Medien der Tierschutz so vertreten wird, wie es da passiert, schadet das dem gesamten Tierschutz. Ja. Und das finde ich so schade. Wenn Tierschützer da schreiben, ob sogenannte oder wirklich ausgewiesene, gibt es nicht ausgewiesene, glaube ich, also man kann es ja nicht lernen, wie Sie gesagt haben, und schreiben, die Morddrohungen machen sich darüber lustig, dann finde ich, hört es auf. Wenn ich Menschenfreund bin, kann ich auch Tierfreund sein und ich bin Freund von Lebewesen. Ja. Ja. Dass man ja nicht das vermissen kann, was man kennt. Und das sehen Sie ja schon daran, wenn Sie jetzt ein Kind in der Grundschule fragen, vermisst du den Braunbär, wird es in der Regel sagen, nee, hab ich noch nie gesehen, vielleicht aus dem Zoo, aber hier im Wald wird, sobald einer den Fuß über die Grenze setzt, wird er in der Regel zum Problemtier erkannt und erschossen. Gleiche Diskussion führen wir auch bei Wölfen und so weiter. Wir haben uns sichtlich entfremdet von dem, was eigentlich Natur bedeutet und den Umgang mit der Natur. Ich glaube, es ist sehr gerechtfertigt und ich finde, das war ein sehr guter Einwand, dass nämlich eigentlich der Zoodirektor in der Regel nicht der richtige Ansprechpartner ist, weil es eben die Stadt ist, die diese Zoos betreibt, dass man sehr wohl und sehr richtigerweise über den Platzbedarf von Tieren streiten kann, wie man so ein Haus strukturiert und so weiter. Natürlich kann man jetzt nicht Quadratkilometer zur Verfügung stellen, aber das sicherlich optimieren und das sieht man ja auch schon auf unserem Wuppertal, dass sich die Zootierhaltung über die Jahre stetig verbessert. Dass das noch lange nicht optimal ist, ist außer Frage. Ich glaube, da gibt es auch in deutschen Zoos vor allen Dingen noch viel Aufholbedarf, weil man eben von dem Sammler hin zur Präsentation von Tieren in wirklich größeren Gehegen jetzt den Sprung machen muss und noch viel aufzuholen hat. Das liegt daran, das werden Sie alle ja hier auch sehen, dass deutsche Zoos in der Regel traditionell, weil sie sehr früh entstanden sind, in den zentralen Stadtbereich landen. Und man sie eben nicht nach außen bringt, wo man Platz hat zum Bauen und dann gleichzeitig eben auch das Geld zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig, weil auch ich mal im Zoo gearbeitet habe, das muss ich nicht verhehlen, habe ich den Vergleich zwischen einem städtischen Zoo und einem privaten Zoo. Und glauben Sie mir, wenn der städtische Zoo Eintrittsgelder so gut machen würde, wenn man private Zoo das macht, dann würden sie Proteste haben, weil Leute sagen, ich kann sie nicht mehr leisten. Das ist ungefähr die gleiche Diskussion wie artgerecht gehaltene Tiere, die man zu Fleisch verarbeitet. Die Leute wollen das, aber bereit sind wir in der Regel nicht, viel Geld dafür zu zahlen. Ja.
Richtig, und jetzt kommt unsere Landwirtschaft. Und sagt, das Problem lösen wir. Wir haben ja Isofluran-Narkose. Jetzt sage ich Ihnen als Tierarzt, das Isofluran ist ein Gas, mit dem Sie Tiere in Narkose halten. Das macht aber null Schmerzabschaltung. Das heißt, eigentlich müssten wir alle sagen, wie kann denn das sein? Die Tiere werden in Narkose gelegt, aber die haben ja immer noch Schmerzen. Macht aber keiner, weil wir alle erstmal damit leben und sagen, ja, die liegen ja jetzt in Narkose, können sie nicht mehr hören. Also Sie sehen, es ist ein vielschichtiges Problem. Aber ich denke, man muss auch den richtigen Ansprechpartner finden. Und wenn Sie alle sagen, die Stadt muss mehr Geld in den Zoo stecken, Tierschutz und helfen sozusagen den Tieren, die man da hält. So, ich würde gerne mal Herrn Schwarz weiterreichen. Herr Schwarz, wenn Sie jetzt hören, dass der Fonds sich verändert. Gerade, Sie können mich gerne noch sehr klar sein, der grüne Zoo. Das ist sehr schwierig, wenn Sie Ihre Einzelgespräche da sprechen. Das kommt hier unten sehr lautstark. Entschuldigung, ich habe übergefragt, wer Herr Schwarz ist. Okay. Ich wollte nur den Hinweis geben, dass es akustisch ist. Wenn Sie jetzt hören, Dr. Klaus Schiller, dass gerade Zoos verändern sich, weniger Arten, mehr Raum etc. pp. Und so. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist der richtige Weg? Oder sagen Sie prinzipiell, nee, also Tiere gehören nicht in Gefangenschaft oder ähnliches, wie würden Sie es denn definieren? Oder sagen Sie, das kann man unterstützen, diesen Weg? Also im Grunde genommen hat der Dr. Lappertz eben in seinen Monologen die ganze Problematik der Zoos sehr gut umrissen. Das war ein Hin- und Herwandeln zwischen, was ist jetzt Natur, was ist ein Zoo? Ein Zoo ist ein Artefakt. Das hat mal Hans-Werner Ingensief sehr schön ausgedrückt, sehr prägnant. Hans-Werner Ingensief ist Philosoph und auch Biologe und Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Uni Duisburg-Essen. Er hat gesagt, ein Zoo ist für Menschen gemacht, nicht für Tiere. Das besagt im Grunde alles. Oder man könnte auch Heinz-Rudolf Hunze, ein bekannter Liedermacher in Deutschland, der hat mal gesagt, ein Aquarium ist ein Stück aus dem Meer extrahierte Grausamkeit. Ja? Das sind im Grunde ganz prägnante Aussagen des guten Weißen, Herr Dr. Lappert. Ich musste eben ein bisschen schlucken fast schon. Sie haben gesagt, ein Zoo versucht Natur zu simulieren. Das kenne ich aus der Fachdiskussion überhaupt nicht. Wo haben Sie das her? Das hätte ich gerne mal erörtert von Ihnen. Das bildet sich in der Fachdiskussion überhaupt nicht ab. Auch wenn man das sozialgeschichtlich sich anguckt und historisch. Und wir sind bei Wuppertal, da ist sogar die Stadt mit dem Zoo ein Stück weit gewachsen. Da haben wir das bekannte Zooviertel, da gibt es auch eine interessante Dissertation zu diesem Zooviertel in Wuppertal. Das sind Sehnsüchte, die man bedient hat, die sich an das Großbürgertum gerichtet haben. Ja, man wollte einen Haufen von Exotik in urbanen Räume transportieren, hat diese Exotik eben diesen Tieren gesehen, aber das simuliert ja keine Natur. Das wurde auch damals schon nicht so gesehen. Selbst in Paris, in der Minorischen Insel, wurde das so nicht gesehen, dass dieser Zoo Natur simuliert. Und wenn man sich heutige Zoos anguckt, um jetzt eben auch auf diese Frage zu kommen, verändert sich Zoo selbstverständlich, weil er einen Erlebnischarakter bedienen soll, der auch mit der Zeit gehen soll. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in 50 Jahren irgendwelche Tierhologramme irgendwo auftauchen, wo Tiere dreidimensional abgebildet sind und wir für echt halten. Dann werden wir vielleicht die Berufskulisse auch noch präsentiert bekommen, aber keine echten Tiere. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber jetzt kann man ja eigentlich das für unterstützenswert reden. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nicht der Zoo, der hier nur Artenschutz betreibt. Was sollte man denn immer machen, wenn die Forderung ist, so ein Zoo ist überflüssig, sollte man denn all die Tiere, die derzeit in Zoos leben, unterbringen? Was wäre jetzt die Alternative? Oder sagen Sie, warten, bis die verstorben sind? Ja, im Moment ist das sicherlich eine Übergangsphase. Sie können nicht etwas von heute auf morgen abschaffen, was eine längere Tradition von vielleicht 200 Jahren in irgendeiner Form hat. Wahrscheinlich reicht das auch weiter zurück ins Römische Reich, wo sich irgendwelche Herrscher Löwen in den Garten haben setzen lassen. Das ist doch Quatsch, das muss doch jedem einleuchten, dass das hier nicht hingehört. Soweit sind wir mit dem Klimawandel noch nicht rumlaufen müssen. Und gerade in der Zoo, Wuppertal, ich kann mich an einen Zeitungsartikel erinnern, wo
ein Zebra-Virus auf Eisbären gestartet ist. H1N9-Virus war das, glaube ich. Ein einziger Fall, in das ist. Da können Sie doch schlecht davon reden, dass es so Natur simuliert, wenn das Zebra-Gehege 70 Meter vom Eisbären-Gehege entfernt ist. Und sagen, hier ist der Natur. Da habe ich schon irgendwo gesehen, da Zebra sind irgendwo in der Antarktis rumlaufen. Okay. Ich würde gerne, ich habe Nina Rossi gehört, die Oberstadt, aber das hat sie mir bejaht. Dann haben Sie wahrscheinlich auch von Kindheit an den Zoo ein Stück weit erlebt und auch dessen Entwicklung. Dann werden Sie wahrscheinlich die gleichen Bilder kennen wie ich, von einem Großkatzenhaus, glaube ich, hieß das früher, wo der Löwe in so einem sehr kleinen Käfig, glaube ich, untergebracht war. Der Gestank war unfassbar, den kann ich mir sofort wieder abrufen. Da waren so Schilder dran wie Vorsicht, Löwe, Spitze ins Publikum. Ja. Kennen Sie auch noch einmal, ne? Diese Zustände. Und jetzt bin ich, frage ich ja ganz bewusst, ne? Um nicht manipulativ zu sein, vielleicht bin ich noch zu naiv, das kann sein. Jetzt stelle ich ja eine Veränderung in den Oberstadt dazu fest. Ja, also die Löwen haben da Rudel, Gott sei Dank fährt der Samba nicht mehr, muss man dieses Trassengelände dazu nehmen. Ich habe neulich beim Besuch im Zoo Gäste, eine Familie, oder eine Familie belauscht, was sagen, wo ein Kind sich beklagt, oh Mama, ich sehe die Löwen gar nicht. Und die Mutter dann erwiderte, ja, dafür habe ich 14,50 bezahlt. Also das scheint jetzt auch nicht wieder jedem gerecht zu werden. Will sagen, wie ist Ihre Beobachtung, sagen Sie, so ein Zoo ist auf einem guten Weg oder teilen Sie dann die Meinung von Herrn Schwarz, dass Sie sagen, nee, prinzipiell tun die nicht nur mir nur leid und gehören da nicht hin. Ich muss da ganz klar sagen, ich denke nicht, der Zoo an sich ist auf einem guten Weg, sondern der Wuppertaler Zoo, so wie ich das bewerte, auf einem herausragenden Weg. Ich bin 1990 geboren und ich bin in einem ganz, ganz anderen Zoo, mit dem Bild, das Sie gerade gemalt haben. Sich halt Löwen auf der Wiese lieben, manchmal auch keine und damit kann ich leben. Der Anspruch ist wohl gesteigert durch den grünen Zoo Wuppertaler, durch das Label Grüner Zoo Wuppertal. Wir müssen jetzt entdeckbar werden. Ich finde diesen Weg herausragend, mutig und finde gut, dass eigentlich, so ist meine Wahrnehmung, halt dieser Studien zu, die Wuppertaler an sich und auch die Besucher von außerhalb das sehr gut finden, dass wir größere Flächen haben und zumindest der Natur, dem Ideal der Natur, versuchen nahe zu kommen. Das wird nie erreicht, denn so ist keine Natur, da wird nichts bei Ihnen. Aber der Weg wird eingestartet, die Anlagen werden erneuert, erweitert. Wir sehen viel Baustellen zu, auch das müssen Sie sich ja manchmal vorwerfen lassen. Und danach sehen wir Neues und immer etwas, was pro Tierschutz ist. Eine andere Entwicklung habe ich, seitdem ich diesen Zoo kenne, seit klein auf, nie erlebt. Okay, vielen Dank. Und ich habe gerade die Meinung gegeben, da gab es einmal diese Geschichte, Zebra auf Eisbären überträgt da ein Virus noch mal. Vielleicht können Sie uns auch mal beantworten, wenn auch die Forderung von Herrn Schwarz lautet. So ein Zoo ist prinzipiell überflüssig. Genau, Sie können sofort, ich weiß, es ist notiert, aber was wäre denn die Konsequenz aus Ihrer Sicht, wenn wir sagen, so ein Zoo wird abgeschafft, Arbeiter, Artenschutz, was auch immer, gibt es nicht, wird eh bestritten. Was würde denn dann aus Ihrer Sicht mittellangfristig mit diesem Planeten passieren, wenn wir keine Zoos sehen? Genau, es braucht Zoos. Und die Steilvorlage hat der Schwarz geliefert, wenn er als wissenschaftlicher und Tierschutz Sprecher der Partei schon mal den Eisberg in den Arktis macht. Ja, dann würde ich sagen, dann braucht es wirklich der Eisberg in der Hybride ganz aufzuklären, wie was funktioniert. Und das ist mein großes Anliegen, die Leute heute wenigstens ein die wollen über Cottbus informieren und was Cottbus in der Rhein-Windbahn tun. Und wir sind ein Fenster, ein Polauge in diese Natur rein. Und es braucht uns immer mehr bei der Entfremdung des Menschen von der Natur. Wir können die Natur nur simulieren und wir versuchen das. Und dass Sie das nicht verstehen können, wird mir jetzt vielleicht auch klar nach einer anderen Ausführung. Aber das ist so. Ja, und da gebe ich jetzt auch nicht mehr so viel Wert drauf. Ja, also ich habe ja doch bei den Bonobos erkannt, wie wir versuchen, die Natur zu simulieren. Und wie wir versuchen, da Lebensweise nachzuspielen. Gut, wenn Sie das nicht verstehen, ist es okay. Man sieht,
greift mich auch persönlich an, muss ich jetzt auch nach dieser Steilvorlage machen, wenn Sie nicht mal wissen, wo der Eisbär geht. Dass das nicht der Fall sein wird, auch langfristig, liegt einfach in der Natur des Menschen. Genau. In der heutigen Zeit haben wir eine Artensterben und dergleichen. Wir verlieren täglich Lebensraum. Und die Frage, die man sich dann natürlich stellen kann, ist, wofür soll ich die Tiere denn schützen, wenn wir ja noch nicht mal so ein Gebiet haben, wo wir sie wieder hinbringen können. Jetzt gibt es trotzdem auch andere... Aber tun wir denn da vor Ort eigentlich genug? Genau. Ist das nicht eventuell sogar so ein bisschen... dass wir uns immer gerne sagen. Und deswegen sage ich, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Zoo die Aufgabe hat, Leute zu motivieren, für den Art- und Naturschutz zu spenden und dann vor Ort diese Projekte zu machen. Das ist ja immer mehr im Kommen, aber es ist bei weitem nicht das, was wir wirklich brauchen, um den Artenschutz zu betreiben. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt wenige, aber sehr erfolgreiche Beispiele dafür, zum Beispiel den Antenkondor in Kalifornien. Der ist nicht mehr, wenn der Zoo in Kalifornien, in der San Diego Zoo, sich aktiv für die Bewerbung des eingesetzt hätte. Es gibt sehr erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte von Zootieren. Das sind nicht viele, aber die alleine rechtfertigen schon, dass man Tiere in zoologischen Einheiten züchten und hält. Die werden natürlich kein Thema vom Aussterben retten, weil sie Wuppertaler züchten. Aber ehrlich gesagt, wie viele von Ihnen sind in der Zeit von Bernard Jimmick aufgewachsen, der uns alle inspiriert hat und wegen Bernard Jimmick einen großen Zoologen aus Frankfurt gibt es diese Rendite. Ohne diesen Mann gäbe es diese Rendite nicht und Tansania hätte nicht die meisten Nationalparks nachweisen. Das heißt, sie können viel bewegen, sie müssen die Leute aber mitnehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass man eben diskutiert. Man muss und kann kritisch sehen, aber man muss eben auch nicht nur die schlechten Sachen oder die guten Sachen verschweigen. Es gibt auch positive Sachen und es gibt sicherlich Tierarten, die kann man gut im Zoo halten und Tierarten, die kann man nicht halten. Paradebeispiel dafür ist der Orca. Vor 50 Jahren hat man Orcas gejagt und gefangen auf barbarische Art und Weise, hat sie dann in relativ kleinen Schwimmbecken manipuliert und heute ist die Orca-Haltung ausgesprochen. Auch SeaWorld lässt die Orca-Haltung auslaufen. Es gibt also Tierarten aus meiner Sicht, die sich nicht eignen, aber trotzdem brauchen sie die Botschafter vor Ort, um die Leute überhaupt noch aneinander zu halten. Weil heute es gibt, lassen Sie uns aber also zwei Dinge. Zum einen, nee, bleiben Sie es ruhig, ich würde mich darüber diskutieren. Zum einen, glaube ich, erscheint es mir zu kurz gegriffen zu sagen, ja, man muss Spenden und Aktionen unterstützen. Meint Sie nicht auch, dass wir viel mehr an unserem grundsätzlichen Denken, Handeln, Konsumieren arbeiten müssen, um diese Welt zu verändern und um letzten Endes auch Tier- und Lebensraum zu schaffen? Das ist ja die eine Frage. Und die andere ist, wenn Sie hatten eben diesen zunehmenden Unterhaltungsfaktor in Zoos auch kritisiert. Mir ist auch aus meiner Kindheit oder Jugend, ich weiß es gar nicht, ich muss schon volljährig gewesen sein, eine ziemliche Perversion in Erinnerung im Duisburger Zoo. Da habe ich dann meine Mutter animiert, raus mit mir zu gehen. Da gab es ein Becken, das sah aus wie ein Becken, in dem ich mal schwimmen gelernt habe. Ich weiß nicht, was für ein Wassertier, da schwamm ein weißer Wal drin rum, welcher dann zur Belustigung der Zuschauer auch noch ein Boot mit einem Kind drin ziehen musste. Und ebenso für mich unerträglich fand ich auch die Zustände in dem Delfinarium dort. Hat das in irgendeiner Form mit Arterhaltung zu tun? Wie finden Sie so eine Zurschaustellung dieser Tiere? Also ich glaube, dass man Tiere, und das ist glaube ich auch der Anspruch von Zoos, dass man Tiere ethisch korrekt darstellen muss. Und ich glaube, dass es Tierarten gibt, die nicht besonders geeignet sind, gehalten zu werden, weil sie vielleicht Nahrungsspezialisten sind, weil sie sich nicht gut halten lassen. Aber es gibt eben auch viele Tierarten, die sich durchaus eignen. Das sieht man ja daran, dass die Populationen sich selbst gehalten heute sind keine mehr irgendwo aus dem Kongo aus, sondern das sind alles selbst gehaltene Populationen. Insofern funktioniert die Zoo.
deswegen bin ich auch der Meinung, dass ein Zoo in erster Linie edukative Aufgaben hat. Und der Zoo muss auch klar machen, dass es nicht gehen kann, dass man ein Milch für so wenig Geld kauft, die billiger ist als Wasser. Und dass wir eben, wenn wir Fleisch essen und Massenproduktion anstreben, dass das eben auch nicht korrekt ist. Also all diese Aufgaben kann man sehr gut in einem Zoo, wo die Leute ja durchaus, also man kann auch Denkanstöße in einem Zoo geben dazu. Das beginnt von der Gastronomie bis hin zu den Tiergehegen, wo man dann eben Lehre macht und so etwas ausbildet. Also auch Kinder und auch ähnliches, da sind Kinder und alles, was nicht unbedingt da ist, und damit sensibilisiert. Und deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt nur entscheidend, dass man da rein Erhaltung einer Art macht, sondern dass man eben diesen Schatz, den man da hat, aktiv nutzt, um das Denken der Menschen zu ändern. Weil wenn sich das nicht ändert, dann brauchen wir eigentlich gar nicht solche. Wir sind so weit, dass ein Wolf, der einen Kilometer von Kindergarten sich gleich ein böser Wolf ist. Also man muss eben alles umdenken, wann das dass wir alle bereit sind. Nicht nur das Kaufen. Wie kann man das ändern, dass der Mensch das will? Ja, ich fürchte, das ist sehr schwer in Zeiten von Trump. Und es ist natürlich sehr schwer, mit Argumenten zu kommen. Aber Sie sehen ja, es ist eine sehr emotionale Diskussion. Und ich glaube, man schafft es nur, wenn man auf Fakten basiert, diese Diskussion betreibt. Aber das schaffen wir teilweise nicht. Das schaffen die Politiker nicht. Das ist eben eine sehr. Warum werden die Tiere sogar einsam? Wenn der Mensch nicht einsieht, kann sich nicht wehren. Wir müssen ihn helfen. Warum? Warum? Bitte, vor jetzt, macht ein bisschen Rolle. Sagen Sie mir, warum ändert der Mensch sich nicht? Wenn ich einen schwarzhändlichen Bestand habe, dann droht ja so ein Stück weit bei Zoos, so ich nenne es mal Phantasialand mit ein paar Tieren. Ne? Dieses Konzept des grünen Zoos, da können wir gleich, wir haben ja heute Martin Quang auch noch hier zu Gast, den Geschäftsführer der BMW hier, aus Marketinggründen kann man ja mal auch einen Blick auf den Zoo werfen, wie wichtig ist der Zoo für so eine Stadt. Dieses Konzept grüner Zoo, was Sie ja verfolgen. Worauf läuft das hinaus? Müssen wir da wirklich Angst haben, dass es eine Art Erlebnispark wird und dass Tiere letzten Endes zum Beiwerk geschnitten werden? Oder würden sie gar nicht mitspielen? Also ich glaube, wenn man den Grünen so kennt, dann braucht man da keine Angst haben, weil das ist auch nochmal genau das. Für mich persönlich gibt es zwei große Aufgaben, zwei Ziele, die Zoos haben. Das eine ist, ein möglichst hoher Beitrag zum Natur- und Artenschutz zu haben. Und da gehört ganz viel dazu. Das ist nicht nur Geld, was wir geben. Das ist Know-how, was wir geben. Das ist auch dann wieder die Forschung. Das heißt, die dürfen wir nicht machen. Aber das sind Forschungen, die wir machen, um Tiere in der freien Natur in den Lebensräumen noch erhalten zu können. Also insofern müssen wir auch Forschung machen, müssen wir diese Sachen tun in den Zoos, in der freien Wildbahn, das, was der Dr. Knauf macht, der nach Afrika geht und dort forscht und Krankheiten entdeckt, um diese Tiere auch zu schützen. Wir müssen Geld geben, um diese natürlichen Lebensräume zu erhalten und vor allem die Integration. Das sind die zwei Hauptaufgaben, die wir als Zoos haben. Und die haben wir uns mit dem Grünen Zoo auf die Fahne geschrieben. Und insofern sind wir extrem weit weg davon, hier so ein Spielpark zu werden. Das muss ich mich fragen, ob wir sowas werden, wenn wir nicht mehr ertragen wollen, ohne groß normal leben und miteinander umgehen. Wenn man eigentlich von mir verlangt, dass ich sie separiere, unnatürlich halte, dass ich eigentlich nur noch handaufgezogene Tiere halte, dass ich vielleicht so ein bisschen den amerikanischen Weg in Disneyland Kinder gehen soll, wo Großkatzen mit
gefüttert werden, weil wir es nicht mehr ertragen können, dass Tiere Tiere fressen, wo Löwen zu Veganern gemacht werden sollen. Da bin ich im Konsens und weiß nicht mehr genau, was ich soll. Also mir wird vorgeworfen, ich mache mir einen Lösenpark draus. Was im Wuppertaler Zoo hat sich verändert, wo der sagen muss, mir wird vorgeworfen, du bist unattraktiv. Ich muss viel Geld zahlen und sehen, dass hier nicht, weil so viel Platz ist. Das ist die Realität. Ich muss das abwägen. Wenn ich Edukation machen will, aber die Leute kommen nicht mehr in den Zoo oder die Kinder sagen, nur langweilig, muss ich da aufpassen. Aber wo machen wir irgendwelche Sachen und sagen, das ist eine Spielerei? Sondern wir versuchen, die Tiere naturnahe zu halten. Das ist nicht die Natur, das ist mir auch, aber naturnahe zu halten. Und insofern nennen Sie Beispiele, wenn wir sagen, was wir da falsch machen, wo wir sagen, das sehen Sie völlig anders. Also da haben Sie bis jetzt ja irgendwie nur was gesagt, aber überhaupt keine Fakten gemacht. Ja. Vielleicht, das sehr, sehr gerne, Herr Knappmann, schon mal. Wir haben hier eine Frage. Können Sie uns noch kurz die Frage machen, gibt es derzeit etwas von dem Sie selbst sagten, da fällt es mir schwer vorbeizugehen, dass sich dann möglichst schnell der Tiere zuliebe geändert. Ja, das ist die andere Petition von der gleichen Dame, die auch die Petition gemacht hat, dass der Bonobobini weggehen muss, und die gleiche Petition, dass der Ebolo bleiben muss, das sind die Eisbären. Ja? Wenn ich die Eisbären das Gefühl hätte, dass ich sie quäle, dann hätte ich sie schon gestern abgeschafft. Aber ich habe da keinen Spaß vorbeizugehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich die Tiere so optimal halte, wie es eigentlich müsste. Und deswegen werden wir uns von den Eisbären trennen. Und da habe ich dann wieder eine Petition am Hals, dass ich die Eisbären nicht abgeben darf. Ja? Irgendwo verstehe ich die Welt nicht mehr so richtig, was gefordert und was man will. Aber bei den Eisbären ist ganz klar, die Eisbären halten wir nicht optimal, die müssen wir besser halten. Und deswegen haben wir es jetzt in das europäische Zuchtprogramm eingestellt. Da wird gefragt, wer möchte denn auch diese Eisbären haben. Das Spezialistengremium wird sich damit beschäftigen und die werden uns dann eine Empfehlung darüber geben, wo unsere Eisbären hin können. Und allein diese Ankündigung, dass wir diese Eisbären abgeben werden, hat eine bessere Haltung. Ansonsten brauche ich sie nicht abgeben. Dann kann ich sie auch bei mir in Wuppertal halten, aber ich möchte sie abgeben, dass sie besser geht. Hat eben wieder zu einer Petition und zu Tierrechtlern und Tierfreunden geführt, die mich mit einer Petition anzeigen, dass ich da wieder was falsch mache. Wir haben zwei Wortmeldungen. Ich hatte auch. Ich wollte nur sagen, geht es nicht um das Wohlbefinden der Tiere? Das höre ich überhaupt nicht. Das geht, die haben ganz viele Gründe erzählt, was alles nötig ist, aber eigentlich denken wir nicht an die Tiere. Also, kein Puschelzoo, aber. Und zum Beispiel auch Willi konnte ja weg nach England. Das haben sie auch abgelehnt. Mir geht es ums Wohlbefinden, weil das größte Tierquälerei der Willi nach England in die Situation zu gehen. Ob ich das nicht begreiflich machen kann, ob ich das so schnell ausdrücke, aber wir versuchen gerade die Bonobos, das ist die einzigste soziale Gruppe, die ich habe. Und ich bin da ganz bei Ihnen, wenn ich den anderen Menschen auf den Epolo in die Augen schaue. Ja? Das sind handaufgezogene, fehlgeprägte Tiere, die dort bei uns sitzen. Ja? Pärchenweise, Männchen, Weibchen, weil wir früher mal so Männchen, Weibchen gelebt haben. Ja? Das hat nichts mit der Realität zu tun, das hat nichts mit Sozialverhalten zu tun, das hat nichts mit einem normalen Ablauf zu tun. Die haben wir bei den Bonobos, mehr oder weniger. Und da kriege ich die Kritik, dass ich den Billy der Natur aussetze. Diese Aggression einer Familie, die das machen. Sie wollen, dass ich die auseinandernehme und unnatürlicherweise einzeln halte. In Frankfurt zum Beispiel hat er noch ein sehr gutes Leben gelebt. Nochmal? Er hat in Frankfurt ja sehr gut gelebt. Dann gehen Sie doch mal nach Frankfurt und fragen die Frankfurter Kollegen. Nein, also ich habe ja nur alles gelesen, habe mich informiert. Ja, dann gehen Sie doch nach Frankfurt und fragen die Frankfurter Kollegen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben alles andere als hier geschrieben, als Bonobone und Mini nach Wuppertal kommen musste, mit der Problematik keine Mutter zu haben. Ja? Ja, fragen Sie die Frankfurter Kollegen, da ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen in Frankfurt gewesen. Er ist in England gewesen, er ist von seiner Mutter abgelehnt worden, er ist nach Frankfurt gekommen, er ist in Hand aufgezogen worden, so viel ich weiß, und es hat sich sehr gut entwickelt und er war integriert. Ja, er war nicht geschickt. Ich glaube, Sie sind ein bisschen später zur Veranstaltung gekommen, weil das sind alles Fragen, die wir schon eigentlich geklärt und besprochen hatten. Deshalb würde ich hier für ein Verständnis wieder sehr ein Schritt weitergehen und die Namen hier nochmal zu offen lassen. Zweimal davon. Einmal zu dem Lärm. Sehr viele von uns haben den Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal angeschrieben. Wir wurden aber auch von Dr. Lappe verwiesen. Wir sollten uns an ihn wenden.
Wozu haben Sie angesprochen? Ja, in diesem ganzen Fall jetzt mit Medien und so weiter. Ja. Und dass die Gehege zu klein sind. Da haben wir den Oberbürgermeister angeschrieben, weil er ja über das Zuschauerrecht versteht. Wir wurden aber aus Zahlen verwiesen. Ich habe nicht verstanden, aber ich habe keine Oberbürgermeister. Entschuldigung, dass ich mir das Wort nehme. Alles klar, ich habe mit Verlegungen aufgrund der Informationen, die ich da verkehrt haben wollte, das jetzt wieder abzugeben, das ist viel. Aber ich habe gedacht, wenn ich etwas behaupte, als Beispiel, auch wenn ich mich darauf berufen können, habe ich alles gemacht, habe mir einen Bürgermeister selber angeschrieben, bis heute keine Antwort. Wie lange ist es ungefähr? 14 Tage. 14 Tage, gut. Ja. Es wurden auch alles bekommen, verschiedene Mailkontakte, ich wollte ihn ja persönlich. Ja. Und es wurden dann auch Antwortschreiben, glaube ich, geschrieben, so ist mir das mitgetragen worden, von Mitarbeitern, was ja erstmal nicht wirklich das Drama ist, aber wo dann darauf verwiesen wird, man das Statement, was vom Zoo auf der Seite ist, wo ich sage, wenn ich Sie frage, möchte ich von Ihnen antworten, ich das Sie vor Professor Information gebe, und die sagt dann, das war eigentlich Erika. Also das ist auch toll. Der vielleicht das für die Zuständigkeiten mal kurz klären. Wenn es um das zuständige Dezernat geht, das ist der Herr Locke, der Beigeordnete Locke, der für den Zoo zuständig ist. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was für eine Antwort erwarten Sie vom Oberbürgermeister oder irgendeinem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal? Der hat seine Nur das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich relativ viele oder relativ viele E-Mails, die der Oberbürgermeister bekommt, zugeleitet bekommt, mit der Bitte, diese Antworten zu antworten. Ich habe sogar Telefonate geführt, wo der Oberbürgermeister mich gebeten hat, diese oder jene Dame anzurufen und das zu klären. Und das tun wir so weit es geht. Aber natürlich ist, ich meine, der wäre ja, ich würde sagen, bescheuert, wenn er jetzt irgendwo ein Statement zu Volumobili abgeben würde, weil er absolut nicht der Fachmann ist. Wie soll er wissen, was mit Volumobili richtig ist und nicht, sondern da muss er sich auf seine Leute verlassen, auf die Fachleute. Und das wird hier in Europa dann so. Ja, der Spatz über den Platz. Okay, gut, das kann ich nicht sagen, aber normalerweise kann ich sagen, dass wir viele E-Mails vom Oberbürgermeister bekommen haben, die wir im Namen des Oberbürgermeisters dann verantwortet haben, weil wir diejenigen sind, die die Ahnung davon haben. Das können wir jetzt auch versuchen, positiv zu deuten. Ich denke, dass da geht es um Zuständigkeiten, ob sie funktionieren oder weiter. Aber haken Sie mal nach, es wäre schön, wenn Sie uns wissen lassen, was aus der Anfrage wird. So, Sie haben aber dabei gefragt. Ganz kurz, die Petition wegen der Eisbären, es ist ja nicht irgendwie, oder ich sage es ganz kurz, da wird nur verlangt, dass sie nicht getrennt werden. Die sollen, wenn nach Möglichkeit, zusammenwegen. Warum? Ja, die wurden doch damals auch zusammen irgendwie geholt, oder nicht? Die sind irgendwie. Wissen Sie, wie Eisbären? Deswegen sind sie hier. Das ist ja das Schöne. Eisbären sind solitär lebende Tiere, die wir fälschlicherweise, muss ich dir sagen, in den Zoos teilweise als Paare halten, weil wir den Platz nicht haben. Aber das sind Tiere, die begegnen sich in der freien Wildbahn gerade mal, um sich fortzupflanzen. Und in dem Moment, wo sie sich fortgepflanzt haben, wo also die Eisbärmutter ein Jungtier hat, versucht sie jeden Eisbärmann so weit wie möglich zu entfernen. Deswegen haben wir damals auch versucht, in einem Kind nachzuspielen. Als der Lobby geboren und uns geboren wurde, haben wir den Mann komplett aus dem Zoo rausgenommen. Er ist weggegangen, ja? Weil einfach unsere Anlage nicht gereicht hat. Insofern, die zusammenzulassen, da gibt es gar kein. Das kann gut sein, dass das so richtig ist, weil die von der Ethik her sich gut miteinander fortpflanzen können. Deswegen kann es gut sein, dass sie in einen anderen Zoo gemeinsam gehen. Aber das Spezialistenkomitee wird das entscheiden, was von den Ethikern ist. Aber eigentlich werden sie nicht die Ethik, wie wir Menschen zusammenarbeiten. Das ist eine schöne Vorstellung. Ich wollte es gar nicht wissen. Es geht nur darum, Sie haben gesagt, die Petition läuft so und so. Ich wollte nur klarstellen, was wirklich in der Petition steht. Nur das. Sind Sie, jetzt müssen wir langsam, wir haben mehr Momente, sind Sie Anhänger oder Unterzeichnerin dieser Petition? Ja, ich setze mich grundsätzlich für die Tiere. Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt gerade hören, dass die Hunde... Das ist eine Falschaussage. Weil er was ganz anderes gesagt hat. Die Petition beläuft sich doch nur darauf, dass sie verlangt, dass die Eisbären... Nicht getrennt. Wenn Sie mir noch mal zuhören, vielleicht. Ich verstehe ja Ihre Emotion durchaus.
Herr Dr. Lauritz hat ja gerade klar gemacht, dass Eisbären in der freien Natur nicht paarweise leben. Macht das irgendwas mit Ihnen, wenn Sie jetzt so eine Kenntnis haben, dass Sie sagen, oh, dann ist ja das, was ich da unterzeichnet habe, vielleicht hinfällig? Oder ist Ihnen das völlig egal, wenn jetzt Fachwissen dazu? Nein, weil irgendwie ist hier wieder alles. Da soll der weg, da soll der weg. Und was passiert dann mit dem Platz? Bauen Sie doch das Gehege. Nee, Sie weichen hier gerade aus, glaube ich. Ja, ich möchte noch einmal von Ihnen wissen. Sie haben jetzt gerade, Sie haben jetzt gerade, Sie haben jetzt gerade. Ist auch okay. Dann sagen wir, die Petition sagt aus, dass die Eisbären nur als Paar weggehen müssen. Ja? Dann kläre ich Sie jetzt auf, dass das totaler Schwachsinn ist, weil Eisbären nicht als Paare zusammen leben. Insofern frage ich Sie, warum wollen Sie, dass die als Paar weggehen? Okay. Nee, da haben wir jetzt auch nicht genau richtig geantwortet. Wir haben noch eine Frage, ich glaube, hier in der dritten Reihe geblieben. Ja. Also, ja, mein Name ist Nadine, gerade eben ist jetzt schon eine Weile her, weil ich mich sehr lange gemeldet. Da geht es um die Kulisse der Gehege und im nächsten Redebeitrag. Der Satz, man vermisst nur, was man kennt. Das irritiert mich sehr, dieser Satz in dem Zusammenhang, weil wie erklären Sie die ganzen psychischen Störungen? Wie erklären Sie, wie es den Kindern geht und was die Applikationen zeigen? Indem Sie sagen, man vermisst nur, was man kennt, das ist ja, also das ist in meinen Ohren schon sehr zynisch, muss ich sagen. Als erstes möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch ich gesagt habe, dass es durchaus gerechtfertigte Einwand ist auf Gehegegrößen und so weiter und so weiter. Trotzdem muss man, wenn man sich, das tue ich ja in meinem täglichen Geschäft, sich mit Wildtieren zu beschäftigen, muss man einen Unterschied machen, muss man einen Unterschied setzen zwischen was ist ein Wildtier und was ist ein Zootier, und ich glaube, dass da ein Unterschied ist. Und das hat der Herr auch schon gesagt. Wenn Sie einen Bonobo aus dem Zoo-Obertal in Hamburg aussetzen, würde der nicht überleben. Selbst die Gruppe würde nicht überleben. Und ich glaube, es ist so, dass wenn Sie als, Sie sehen es ja von der menschlichen Sicht aus in der Regel, aber diese Tiere sind ja in das Zoosystem reingeboren worden. Und die Welt dieser Tiere hört, ob wir das gut finden oder nicht, an den Gehegeenden auf. Und mehr kennen diese Tiere nicht. Also wie soll ein Affe, der in einem Zoo geboren wurde, sein Nest in einem Baum vermissen, wenn er es noch nie gesehen und erlebt hat. Der Unterschied ist, da gebe ich Ihnen total recht, wenn dieser Affe jetzt aus der freien Wildbahn genommen wurde und dann, wie es früher ja gemacht wurde, in den Zoo gegeben wird, dann ist ja das Beste, was wir. Und Sie können, und da bin ich auch der Meinung, Sie können den Zoo sicherlich nur sehr schwer Natur imitieren. Das ist ein künstlicher Lebensraum, den wir schaffen, der die Lebensbedürfnisse von Tieren zu einem Maß erfüllen muss, dass die Tiere sich wohlfühlen, keine Schmerzen, Leiden oder Schäden haben. Wenn wir das erreicht haben, haben wir das erreicht, was wir mit einer Haltung von Tieren erreichen können. Aber jetzt muss man dazu sagen, jetzt hat so ein Affe in der freien Wildbahn ja ganz andere Dinge. Der muss sich mit Top-Prädatoren auseinandersetzen, muss sein Zoo nicht. Der Zoo kriegt das Futter vorgeworfen, langweilt sich mehr als vielleicht der hart um sein Futter jeden Tag kämpfen muss. Wir kommen also niemals an Situationen, die wir draußen haben. Im Gegenzug wird der Affe in der Regel, der im Zoo lebt, nicht in einer Schlinge gefangen oder mit einem Küchenmesser zerlegt und gegessen. Ich glaube, dass Sie sehen es ja an der Entfremdung der Menschen. Wir würden uns nicht entfremden, wenn wir ureigene Instinkte hätten, die uns dazu bewegen, weiter in der Natur zu leben und im Wald zu schlafen. Das haben wir aber nicht. Und woher soll denn ein Tier, was im Zoo geboren wurde, wissen, was in Afrika ist und es dann vermissen? Das funktioniert nicht. Das setzt voraus, dass dieses Tier die Gabe hat, vorausschauend zu sehen, zu denken und zu planen in einem Maße, dass es hellseherische Fähigkeiten gibt. Das hat es aber nicht. Und deswegen glaube ich, es ist eben nicht so, wie Sie sagen, dass der Affe Afrika vermisst, weil er ja nie da war.
angewiesen sind, die pünktlich fahren und so weiter, ich glaube, die müssen wir mal nach Göttingen holen. Ich würde gerne bei Herrn Schwarz beginnen, die Schusswunde einleiten. Ich wurde eben vom WDR über Live-Schalte gefragt, warum laden Sie zu einer Diskussion ein, in der Fakten auf Ideologie treffen? Auf welcher dieser Seiten würden Sie sich verordnen? Ich glaube, dass letztendlich auch im Wissenschaftsdiskurs irgendwie auch ideologisch geprägt oder Ideologien mit aufgreift auf einer Metaebene. Wir hatten eben dieses Thema Morddrohung. Da möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal mich drauf erzählen. Ja? Es bewegt sich irgendwie zwischen Omnipotenz und Ohnmacht. Und diese Morddrohung, ich habe mir da mal einige Worte auf anderen Gruppen Zeug von Ohnmacht. Das ist die Ohnmacht von Leuten, die Briefe geschrieben haben, Petitionen gestartet haben, sich beschwert haben, die Telefonate geführt haben, protestiert haben, die wissen nicht mehr weiter, die leiden mit. Tierleid reduziert auf Menschenleid. Nee, sorry. Ich habe in Deutschland noch nicht erlebt, dass irgendein Mensch von einem Tierschützer ermordet worden ist. Das sind andere Fundamentalisten und Extremisten, die Morde begehen. Das ist eher umgekehrt. Das war ein Artikel der Taz aus 2018. Pro Woche werden weltweit im Schnitt 4 Umweltschützer ermordet. Die meisten davon sind in Brasilien. Hier Angst zu haben, dass solche Auswüchse, so nenne ich sie mal, dazu führen, dass jemand Angst und Leid im Leben haben muss, wenn ein Mensch ist und sich von Tierschützern bedroht fühlt, ist Quatsch. Ich distanziere mich aber aus. Ich distanziere mich aus Schärfste davon, es gab solche Auswüchse nicht haben, aber die Situation ist ungefähr. Damit werden Sie auch leben können, dass Sie auch jetzt Ihre Meinung vertreten und dass das nicht nur auf Zustimmung in den Stößen denken soll. Okay, Frau Heimat, sehen Sie sich als Ideologin oder sagen Sie, nee, ich bin eigentlich eine faktenbasierte, diskussionsbereite, offene Frau? Sehen Sie als Mensch, was ich bin? Ich möchte da nichts zufügen, ich möchte mich auch ganz deutlich von der sogenannten Morddrohung, ich habe welche nachlesen können. Ja, definitiv schreiben wir einen Klarnamen dabei, super. Aber möchte ich mich distanzieren, ganz, ganz klar deutlich. Denn ich denke, was ein klares Zeichen, wenn man für Tierschutz plädiert, sollte man vielleicht erstmal untereinander gucken, was man auch klar macht. Ja, also. Nina Rossi, ich würde an Sie gerne auch diese Frage vom BDR mal weitergeben. Macht es Sinn, zu so einer Diskussion einzuladen oder auch Ihr eigenes Vorfeld vielleicht, dass Sie sagen, nee, ich glaube, das kann man sich schenken, da kommt eh nichts zustande. Krass, ja, bin ich sehr bewegt und würde sagen, ich weiß es nicht und morgen früh würde ich Ihnen antworten lassen, dass wir es immer weiter versuchen, weil es sehr wichtig ist, dass Sie hier heute einfach die Beine gestellt haben. Dr. Lambert, Sie sind es aber immer ein bisschen speziell, weil Sie sind ja derjenige, der auch Drohungen erhalten hat. Sonst wäre auch die Polizei, sonst wäre die Sicherheit heute nicht hier. Was macht das denn Menschen? Könnt ihr uns das mal kurz beleuchten? Geht das? Sie sind ja wahrscheinlich eher jemand, der das sportlich nimmt, Sie sind Sportler, aber das macht doch irgendwas mit einem. Oder nehmen Sie es auch um die leichte Schulter, weil Sie sagen, das sind Spinner? Ich hoffe, dass das Spinner sind. Und ich hoffe aber, dass die Diskussion und die Möglichkeiten, die Sie mir hier und uns gegeben haben, über Fakten und Inhalte zu sprechen, Menschen zu informieren, wie was ist, wie was funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, Hintergründe zu begreifen und das Ganze zu erklären, das ist es mir absolut wert. Und ich habe nochmal gesagt, wenn auch diese ganze Euphorie darum, um Bini und auch Morddrohung oder irgendwas
eine mediale Präsenz bedeutet, dass dem Bonobon in der freien Wildbahn damit geholfen ist, dann ist es mir es wert. Okay. Vielen Dank. Mit der Bitte um eine kurze Antwort auch, weil wir jetzt schon eine Minute gehört haben. Wenn Sie sich eher ideologisch oder auch faktenbasiert durch die Welt geht? Als Wissenschaftler klar faktenbasiert. Ich glaube, dass man Wissen schaffen muss. Und ich glaube auch, dass das die einzige Methode ist, wie man die Emotionen etwas zur Seite nimmt und sich wirklich unterhält. Und ich glaube, das, was hier abgelaufen ist, zeigt ja, dass es auch Erfolg haben kann. Es liegt aber an jedem selbst, sich mal in sich zu gehen und sich zu fragen, lasse ich mich auch von Fakten überzeugen, bin ich bereit, auch mich zu öffnen dafür, oder bleibe ich eben nur in meinen Emotionen gefangen. Wenn man sich nur emotionsleiten lässt, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg und das hilft keinem Tier am Ende. Und vielleicht zuletzt noch, das Internet ist ja Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist sehr hoch anzurechnen, dass man sich selber informiert über das Internet und so weiter. Aber gehen Sie zu solchen Veranstaltungen und suchen Sie auch den Kontakt zu den Verantwortlichen, weil das sind ja andere Fakten oft, die da im Internet sind. Entstehen ja Missverständnisse auch, dann wird irgendwas zur Halbwahrheit erklärt oder aufgegriffen, was gar nicht so gemeint war. Ich glaube, Frieden ist der einzige Weg. Aber es geht eben nur, wenn jeder bereit ist, so wie wir hier, die Emotionen wegzulassen und eben den offenen Dialog zu suchen. Oder zu dem, also schönen guten Morgen. Zu diesem Dialog waren Sie alle fünf gagefrei bereit. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft. Ich denke, ein Applaus für alle, wer auch an der Stelle ist. Zwei Dinge versichern, wir würden gerne an dem Thema dranbleiben. Und das zweite ist, in der Recherche, in der Vorbereitung, in den Korrespondenzen vorweg und so weiter, hatten wir kein Problem mit allen in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, Informationen zu bekommen, ins Gespräch zu kommen. Und dazu möchte ich Sie immer wieder einladen. Suchen Sie auch selbst mal den Kontakt und versuchen Sie gelegentlich aus Ihrer eigenen Filterblase, in der wir uns alle ein Stück weit befinden, mal herauszukommen und zu lauschen, was andere meinen und denken und das Ganze am besten ohne Mordrohungen, dann hat die Menschheit den ersten guten Schritt getan auch für die. Danke, dass Sie hier waren und gut gehalten haben. Wenn es Ihnen möglich ist, ich hatte zu Beginn schon darauf hingewiesen, würden wir jetzt am Aufnahmekörbchen